So, let's go. Easy. Ist das Spiel wenigstens her? Oh, es funktioniert. Gibt's ja nicht. Ich muss mich kurz lauter machen und sorry. Viel zu spät dran. Man kennt es nicht anders. Was ich alles erlebt habe, das erleben andere Leute in einem Monat oder in 2 Jahren. Keine Ahnung. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn heute, ehrlich. Will nur kurz was einkaufen gehen, nur kurz zur Tankstelle gehen und man wartet stundenlang an der verkackten Kasse. Weil Leute nicht genug Geld dabei haben, weil die Karten nicht funktionieren und so weiter. Alter Schwede. Weil man nur eine Kasse aufmachen kann. Hashtag vielen Dank Lidl. Ey, deswegen gehe ich zum Rewe einkaufen normal. Vor allen Dingen, wenn ich zu Rewe einkaufen gehe, ich zahle jedes Mal 40 bis 60 Euro. Gehe ich zum Lidl einkaufen, ich denke, es ist billig, zahle ich jedes Mal 70, 80, 100 Euro. Voll die Verarsche. Und das Futter beim Rewe schmeckt viel besser als das Futter beim Lidl. Ich kann es nur so sagen, sorry. Ich habe so einen kleinen Hals, tut mir leid. Tut mir leid, wenn ihr das jetzt abbekommt, so ein bisschen. Aber ich habe so viel Zeit verloren. Ich habe über 1,5 Stunden Time gewastet. Ich stand eine Viertelstunde beim Lidl an der Kasse. Über eine Viertelstunde. Unglaublich. Das war Wahnsinn, war das. Ich bin so schlecht gelaunt deswegen. Und dann bei der Tankstelle, dann geht bei dem einen die Karte nicht, dann kriegen sie die andere Kasse nicht auf. Eieiei. Ich wollte schon fast wegfahren. Dummerweise hatte ich getankt. Hätte ich dann nur sowas gekauft, hier die Sachen hingelegt und wäre gegangen, ehrlich. Unglaublich. Unglaublich. Es hat mir so viel Zeit vom Tacho gezogen. Ich war so gut in der Zeit. Und dann wird mir das so kaputt gemacht. Unglaublich. So. Ich muss mal den eigenen Chat hier anmachen. Ich begrüße euch. Tut mir leid. Das ist ja auch für mich scheiße, müsst ihr wissen. Wisst ihr, wenn ich um 20 Uhr anfange, kriegen wir hier viel mehr Follower dazu und so weiter. Und um 22 Uhr zu beginnen, das ist Ritze Arsch. Man kann es nicht anders sagen. So, hallo Speedy, hallo Pains, hallo Malte FN, hallo Lia. Unglaublich, ehrlich. Hallo Marvin, Zappler2Go, grüß dich, hallo Tobi. So, Avancor, grüß dich. Ich sage immer Avoncore. Vielleicht solltest du deinen Namen umändern auf Avoncore. So. Ja, das ist echt. Das ist unglaublich. Unglaublich. So, jetzt mache ich auf TikTok da den Stream auch noch an. Da habe ich es so ein bisschen vorbereitet, meine ich. So, zack. Meine Güte, ehrlich. 1000 V-Bucks. Ah, das passt auch nicht mehr. 2500 V-Bucks. Du Turnier. Kann ich ein anderes Thumbnail nehmen? Danke. Nehmen wir das hier öffnen. Ja, weiß nicht, ob das angezeigt wird. Mir jetzt auch egal, ehrlich. So, warum kann ich das nicht starten jetzt? Ja, Fortnite, hier komm. Schaden. Was ist da falsch? So, geht das jetzt? Meine Güte. So, jetzt muss ich noch das blöde Programm anmachen. Ich glaube, Fortnite sieht man einmal kurz nicht. Einmal kurz schwarzes Bild. Ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich habe vergessen, das Bot-Programm anzumachen. So, mal vorne wieder hin. Sieht man es noch im Stream? Ja. Wahnsinn. Also so ein Stress heute. Und dabei war ich gut in der Zeit. Alles exzellent vorbereitet, alles gemacht. Und dann so ein Mumpitz, ehrlich. Unglaublich, unglaublich, ehrlich. Ich wollte schon fast den Stream heute, wollte schon fast schreiben, Leute, bringt heute nichts mehr, ich habe schlechte Laune, lass uns lieber morgen oder nächste Woche machen. Morgen machen wir ein Boxfight-Turnier, habe ich auf Discord alles schon hingemacht, könnt ihr euch angucken. Also wir fangen heute mit diesem Turnier hier an und wenn ihr jetzt einen Sieg holt, der zählt dann auch noch nächste Woche, bis wir die 2.500 V-Bucks ausgespielt haben. Also keine Angst, ja, die Siege verfallen nicht oder irgendwie sowas. So, aber morgen machen wir das Boxfight-Turnier, dann müssen wir dieses Turnier Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie weitermachen dann halt. So. Solange es nicht so schlimm wird wie bei der Deutschen Bahn. Ja, Thank you fast. so much, Fast. best of friend. Grüß dich, Bronki, und irgendeiner hat auf TikTok irgendwas gemacht. Ich sehe selbst den TikTok-Chat noch nicht. So, wie viele Leute sind wir denn? Wollen wir die erste Runde solo machen und dann Duo? Machen wir ja meistens so, weil wir in der ersten noch nicht genug sind. Wie viel sind wir denn hier? Ich sehe hier keine Zuschauerzahlen, ich sehe nichts. Ich sehe 10 Zuschauer da und auf TikTok sehe ich noch gar nichts. Ja, da muss ja einer sein, weil da irgendeiner eine Rose oder irgendwas gemacht. Aber ich sehe leider nicht wer. Doch, gleich. Marvin, Marvin, vielen Dank für 3 Rosen auf jeden Fall. Hallo Marvin. So, auf TikTok sind wir 5 und auf YouTube sind wir 10. Das macht zusammen 15. Ja, wir starten mit einer Runde Solo, obwohl es ein Duo-Turnier ist eigentlich, ne?
Aber egal, ihr könnt auch eure Duo-Mates, könnt ihr droppen während des Turniers oder austauschen, das ist wurscht. Wenn ihr drei, ist ganz einfach das Turnier. Drei Siege gleich 500 V-Bucks. Ihr müsst die Siege nicht nacheinander machen. Alle Waffen Ingen erlaubt, Sniper erlaubt, der Blitz ist erlaubt, alles erlaubt, bis auf Team, Stream-Snipen, Cheaten, wisst ihr ganz genau, ne? So, ich starte jetzt die Queue, wir machen die erste Runde Solo. Ich muss mal gucken, im Bot-Programm auf YouTube ist das bestimmt noch nicht richtig und ich muss Tobi auf Discord einstürmen. Hallo Tobi. Hola. So, ich höre irgendwas im Hintergrund bei dir. Thank you so much, best of friends. Höre ich das jetzt von dir oder höre ich das jetzt von mir hier gerade? So, Monaco grüß dich. Hallo Nudis, die Slurp. Marvin, vielen Dank nochmal für eine Eiswaffel und für vier TikTok-Zeichen und für ein GG. Mann, Marvin, das ist ein Gönnerlaune. Und noch eine weitere Rose, danke dir, Bro. Marvin, erstmal hier gewinnen ein bisschen, ne? Obwohl du hast neulich 10 € gewonnen, also. Aber du bist ein bisschen jünger. Du musst da nichts donaten, das weißt du, ne? Aber ich nehme alles gerne an, weil davon machen wir Turniere, wisst ihr ganz genau. Und auch auf TikTok hat sich auch schon so ein bisschen was angesammelt. Ich sollte langsam meine Kontoverbindung da mal hinterlegen, irgendwie. Das würde Sinn machen. So, läuft die Queue. Queue ist am Laufen, allerdings bin ich da ganz alleine drin. So. Ich will nicht Rang Elite, stark, 47%. Nein, Abbruch! Abbruch, nein, wie stelle ich das hier um? Ach mein Gott, hier, komm. Ich wollte schon los. So, Custom Key ist NODC. Ich zeige euch kurz auf, wo ist das denn hier, das OBS hier auf YouTube, da, Custom Games, 3 Wins gleich 500 V-Bucks und ich habe da einfach mal in den Topf 2500 V-Bucks reingetan. Wenn das am Ende so sein sollte, dass da am Ende, wenn 2000 V-Bucks ausgespielt sind und zwei Leute haben gleichzeitig halt 3 Wins dann irgendwie, dann ist es halt 3000 V-Bucks, auch egal, ne? Wir wollen es hier nicht wegen 500 V-Bucks, irgendwie ist egal. So, die braucht also 3 Wins. So, das habe ich wieder weggemacht. Ich sehe die Chats nicht. Jetzt sehe ich da 7 Leute in der Queue, das ist schon mal ein Anfang. Nee, ich sehe den YouTube-Chat nicht. So. Bronki, vielleicht magst du noch mal kurz in den Call kommen, wenn du Zeit hast. Es geht um eine Person, die du gebannt hast. Dann müsste ich von dir wissen, was die Auflagen sind, ihn zu entbannen, wie du das siehst. Und zwar geht es um den Malik geht das. Und ich habe Rieder geschrieben, ich bin bei der Sache raus, das entscheidet Bronki, weil Thank du you so wurdest much, da von ihm irgendwie best of friends. eklig angeschrieben. Vielen Dank für weitere 5 Rosen und vielen Dank für weitere 5 Eiswaffeln und weitere 5 Rosen. Danke, Marvin. So. Können wir nur ein Solo-Turnier machen? Nein. Nein, Solo wird immer so viel geteamt. Wir machen nur die erste Runde, machen wir nur Solo. Solo geht nicht. Da wird so viel geteamt, das geht gar nicht. Mr. Peens. Wie soll ich dich denn nennen? Peenzz. Wie spricht man das denn aus? Peens, Peens. Hört sich komisch an. Komischer Name. So, Code ist NODC. Ich werde es noch kurz im Bot-Programm umändern, weil da ist noch von gestern drin. Erste Runde ist Solo. Und danach wollen wir eigentlich Duo machen. Ein Duo wird weniger geteamt. So, Map-Code brauchen wir da jetzt eigentlich auch nicht. Das können wir da auch schon wieder rausnehmen. So, zack. Und Code ist NODC einfach nur. So, zack. Ich muss das mit dem Preisgeld und so in der Konsole hier alles ändern. Das ist alles von gestern noch. Das machen wir lieber aus. Thank you so much, best of friends. Andere Regeln machen wir auch aus. So, ohne Team, ohne Stream-Snipen, alle Waffen sind erlaubt. Ohne Cheaten, das ist klar. Ohne Hacken, das ist klar. Also eigentlich ganz normal. Wir wollen eigentlich ganze Karte spielen. Der Gewinner von der Runde bekommt dann halt einen Win. Kills sind nicht wichtig. Ihr könnt auch ohne Kill gewinnen. Mit Heal Off wurde gestern im Zone Wars Turnier auch andauernd gemacht. Schade, wenn man im Zone Wars Turnier Heal Off die ganze Zeit machen muss. Aber okay. Wenn man nichts kann, dann macht man das. Oh, bin ich gemein. Aber ist ja so, ne? Zone Wars ist so eigentlich fighten und da wurde andauernd Heal Off gestern gemacht. Aber okay, es war nicht verboten, man durfte es machen. Dann ist das so. Aber war schon ein bisschen lame. So. Nee, eigentlich ab ein bisschen mehr Avancore. Ich habe das eigentlich ein bisschen höher gesetzt. Eigentlich ab 20, aber wenn wir jetzt hier Queue-Zeit länger haben, dann zählt die Runde. Ich guck mal, wie viel wir sind. 10 Leute ist natürlich ein bisschen Thank wenig. you Wie viel so sind wir much, denn? best of 12? friends. Ja, 12 ist nicht viel. Wir können uns mal ein Gebiet aussuchen, glaube ich, ne? Weil mit 12 Leuten jetzt ganze Map zu spielen, das bockt ja nun auch nicht wirklich.
13. 13. Ah, wenn wir auf 16 Leute kommen, wie lange ist denn die Queue-Zeit, Tobi? Siehst du das irgendwo? Bei mir 3 Minuten 3 40. Minuten. Meint ihr, wir kommen auf 16 Leute, dann können wir ganze Map machen, dann muss ich da nichts verändern dran. Monaco, vielen Dank für ein flammendes Herz und vielen Dank, Marvin, für weitere 4 TikTok-Zeichen und noch ein TikTok-Zeichen, danke dir. So. Thank you so much, Und weitere 5 Mr. Blender! Eiswaffeln. Vielen Dank, Marvin. Marvin ist in Gönnerlaune. Es gefällt mir. Ihr müsst aber nicht donaten, das wisst ihr. Ne? Es ist kostenlos, hier Thank you. mitzuspielen. Müsst ihr nicht machen. Ich finde das immer cool, wenn Leute, die hier was gewonnen haben oder schon viel gewonnen haben, wenn die was donaten, finde ich super. Ich sage immer so, erstmal was hier gewinnen und dann könnt ihr immer noch donaten. Ne? Dann könnt ihr immer noch was rausholen, wenn ihr was überhaupt. So. Habt ihr Discord geschrieben wegen Malik? Ja. Das Formular, wie er es ausgefüllt hat, da wurden mir zwei, drei Screenshots geschickt. Das hat mir auch nicht so ganz gefallen, muss ich sagen. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Angeblich wäre die Sache 2 Jahre her gewesen. Hat man mir da gescreenshottet, keine Ahnung. Ich muss mir das nachher mal in Ruhe angucken. Thank you. Aber weiß ich nicht. Ich habe da auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Weißt du, Bronki, Malik ist auch einer, den wir schon Thank öfters you. gebannt haben und entbannt haben. Und da ist jetzt irgendwann Schluss auch einfach. Ich werde bei diesen ganzen Entbannungssachen werde ich härter. Wer das dann nicht ordentlich ausfüllt auf dem Entbannungsserver oder da nichts ausfüllt, den banne ich auf dem Entbannungsserver einfach weg und dann war es das einfach. Ich habe darauf keine Lust mehr. Wir werden schon Leute finden, die hier die Paysafe-Karten und die V-Bucks haben wollen. Das ist kein Problem. Ja, werden wir schon welche finden. Da habe ich gar keine Angst vor. So. Aber ich 14 habe keine Leute noch. Lust auf. Bitte? 14 Leute, 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Was machen wir jetzt? Ein Gebiet oder warten wir doch, dass noch Was? 2 weitere Leute reinjoinen? Ja, die Tobias Gebiete sendete auch auch. 2 Rosen und Marvin sendete 16 GGs. Vielen Dank, Marvin. Und vielen Dank noch für Thank eine you. weitere Rose von Tobias. Ugurjan ist beigetreten. Grüß dich. Berdo, grüß dich. Wie lange streamst du schon? 5 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung. Ich habe heute so lange an der Kasse stehen müssen. Erst bei der verkackten Tankstelle war jemand vor mir, da ging die Karte vor ihm nicht. Dann wollte ich an die andere Kasse wechseln. Die Kasse war einfach nicht geöffnet oder keine Ahnung. Was da mit der Kasse, die konnten sie nicht öffnen. Beim Lidl stand ich Viertelstunde, 20 Minuten an der Thank you. Kasse, weil da irgendwelche, jetzt wollte ich gerade böse Sachen sagen, irgendwelche Leute vorne waren, die gefühlt mit 1 Cent-Stücken bezahlt haben oder so. Keine Ahnung, ey. Das hat mich so getriggert alles da. Ich war so angenervt. Ich meine, ich bin für meine Verhältnisse echt gechillt geblieben. Hab nur einmal gesagt zwischendurch, nicht euer Ernst, Bries. Das war alles, was ich gesagt habe. Aber mir ist ja echt irgendwie, ich habe mich da so zusammen, ich habe versucht zu meditieren an der Kasse. Ich glaube, du Ich kannst bin so in starten. mich gegangen und habe meditiert. Thank Ja, you. wir sind 14 Leute, was machen wir? Machen wir nur ein Gebiet oder wie machen wir das? Wenn ich eine Stadt mache oder so, ein Gebiet dauert auch so lange die ganze Zeit. Nee, eine Stadt geht mir aber dann auch einen Tick zu schnell. Ein Gebiet ist okay, denke ich mal. Machen wir das Wüstengebiet, das müssten wir mal auf TikTok und auf YouTube rein spammen. Wir machen das Wüstengebiet nur. Und danach spielen wir Duo, wenn wir genug Leute sind. So, hier zu gewinnen gibt es Folgendes. Ich zeige euch das kurz auf TikTok einmal hier. Start circa 20:15 Uhr. Was ein Prank. Da muss ich schon selbst lachen. Oh mein Gott. Und der Avancor hat gestern noch geschrieben auf YouTube, ob ich mal früher starten konnte. Er hat ja recht. Er hat vollkommen recht, zu spät zu starten. Das ist auch für mich als Streamer scheiße. Da kriegst du keine Follower mehr ran. Da kriegst du gar nichts mehr. Da kriegst du keine Likes, keine Follows, nichts. Da kriegst du von Marvin ein paar Eiswaffeln da. Donate das auch alles dann. Aber er hat völlig recht, der Avancor. Das ist total dumm und schlecht von mir. Ich muss das dringend ändern. Und morgen des Boxfight-Turniers will ich eigentlich um 15, 16 Uhr starten. Das heißt auch, dass ich heute nicht so lange machen werde. Also zwingt mich heute nicht bis 1 Uhr, 2 Uhr zu streamen oder so. Werde ich ablehnen, weil wir müssen da mal einen anderen Rhythmus reinbekommen wieder. So, nur Wüstengebiet. Und wir bleiben dort im Wüstengebiet. Ich zeige kurz einmal, wo das Wüstengebiet. Wir sind 16 Leute, Tobi. Wir könnten gar egal, wir spielen trotzdem nur das Wüstengebiet. Wir spielen das trotzdem nur. So. Nice. Ich zeige kurz, wo das Wüstengebiet ist für mich, damit es da keine Missverständnisse gibt. Wo muss ich das machen? Hier, Aufträge, Sammlung, Karte. So, Thank you. Wüstengebiet. Das ist das Wüstengebiet. Es geht bis hier. Das ist auch Wüstengebiet, das Ding für mich. Auch dieser kleine Berg hier, auch wenn da ein bisschen Eis drauf ist, das ist halt weiße Wüste. Das nennen wir weiße Wüste, das Ding hier so ein bisschen. Ist auch Wüstengebiet. Es geht bis hier, bis hier, bis hier, bis hier, bis hier, hier.
Ne? Hier unten, zack, Wasser ist dabei. Diese Insel ist kein Wüstengebiet, okay? Wir machen nur Wüstengebiet, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Und ich weiß jetzt schon, es wird wieder Heal-Off gemacht wahrscheinlich. Aber dann ist das so. So, mit Heal-Off starten wir das Ganze. So, Runde zählt, auch wenn wir keine 20 Leute Thank sind. you. Runde zählt, weil wir so lange gewartet haben. Gewinner bekommt dann seinen ersten Win. Kills braucht ihr keine. Easy. So, Runde zählt. Eigentlich habe ich reingeschrieben in den Regeln, glaube ich, Runde zählt ab 20 Leuten, weil es ja eigentlich Duo ist, aber wenn wir jetzt hier 10 Minuten fast warten, dann zählt die Runde natürlich. Das wäre ja mies, wenn ich sagen würde, am Ende die Runde zählt nicht, dieser Käse. Merkt ihr selbst. So, Kilburg, grüß dich. Kannst du bitte einmal die Preise zeigen? Ja, eigentlich ist da nichts viel zu zeigen, Felo, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, ich mache einmal das Video hier für TikTok einmal an. Bitte schön, da. Vergiss das mit Start 20:15 Uhr. Das ist es eigentlich. Drei Wins gleich 500 V-Bucks. Punkt. Da gibt es nicht viel zu zeigen mit den Thank Preisen. you. Wir sind 2.500 V-Bucks mindestens, vielleicht sogar 3.000 V-Bucks, wenn am Ende da gleich viele Leute da Punkte haben sollten, kann ja passieren. Und ihr braucht drei Wins, einfach kriegt ihr 500 V-Bucks, ganz einfach. 1.000 V-Bucks ist Cap. Das heißt, wenn man wenn man sechs Siege hat, dann kann man just for fun noch weiter mitspielen, aber dann kann man nichts mehr bekommen. Okay? Und ob es am Ende jetzt 2.500 sind oder 3.000 V-Bucks, ist mir auch egal. Ja? Darauf kommt es nicht an. Es ist häufig bei unseren Turnieren so, dass es am Ende ein bisschen mehr sogar gibt, als abgemacht ist. Also ich betrüge mich da eigentlich selbst häufig. Oh, ich wollte schon hier bei meiner Stelle landen, Tobi. Ich bin hier so im Kappenmodus. Ich wollte da schon mich hinsetzen und mich da verkämpfen. So, Tobi, spielst du mit? Ach, ist ja nur Wüstengebiet. Scheiße, wo fliege ich denn hier hin? Alter, bin ich lost. Weird, bist du Ich bin nicht alleine weird. halten? Du bist ein Monkey. So. Das kann ich jetzt nicht sagen on stream. Nein, das kannst du auch nicht sagen on stream. Aber ich kann Sagst du alles immer zu sagen. Dani, du weißt das? Bitte? Sagst du immer zu Dani, du weißt das? Ja, das kann ich auch zu dir sagen. Hey, ehrlich? Okay, Ja, sag. theoretisch schon. Was hast Sag. du für ein Haus hier? Ich sage es nicht, Tobi. Dafür mag ich dich zu gerne. Oh, Bei bisschen Dani ist mir das süß. egal. Nein. Was hast du für ein Haus hier? Ich muss in das Haus rein. Ich muss mir das angucken hier. Oh, da gibt's da richtig fetten Loot. Ich habe Flügel gefunden, stark. Oh mein Los. Gott, dafür bin ich jetzt hier gelandet. Meine Maus zieht irgendwie ganz komisch. Das ist nicht gut. Ah, meine Maus ist nicht gut hier gerade. Ich muss das da hinstellen. Wäre ich mal bloß zum Rewe heute gefahren, Leute, ehrlich. schreibt an. Wäre ich bloß zum Rewe gefahren. So, ich fliege jetzt hier rum. Bitte? Warum musst du zur fahren? Ja, wäre ich mal bloß hingefahren. Achso. Ja, aber ich habe gedacht so, nee, ich habe gedacht, damit es schnell heute geht, damit ich um 7:45, 8:30 irgendwie da bin, dann schnell zum Lidl. Ja, bodenlos. Beim Rewe geht das viel schneller in der Kasse, echt. Beim Rewe haben die auch alle nur immer zwei, drei Teile da. Die kaufen da nicht viel ein, die Leute da beim Rewe. Und beim Lidl hat das heute unendlich lange gedauert. Und das Futter ist einfach nicht lecker. Das Rewe-Futter ist so gut, was sie da haben. Das sind so leckere Sachen. Aber das Lidl-Futter, damit bin ich durch. Schon seit 2 Jahren bin ich damit durch, glaube ich. So, vielleicht sollte ich mir eine Waffe organisieren. Ich sehe keine Waffe. Ey, hau doch nicht ab! Wer jetzt? Ich? Nein, ich falte Nicht irgendjemand nicht. abhauen! Fighten! Na, das ist ein Monkey. Hallo! So, das Wort nicht mehr sagen, Tobi. Am Ende wird uns das hier als rassistisch ausgelegt oder so, ne? Monaco, ja, okay. Können wir aber den Namen schon los? Monaco, Franze. Oh, ich habe ein Medkit. Ich verstecke das Medkit. Und auch gut campt dann. Geil, Leute. Ja, wieso? Es ist ja auch so eine Runde, wo man campen kann im Prinzip. Ja, trotzdem wird. Das habe ich schlecht versteckt. Kann man da nicht reinmachen. Thank you. Man kann es da nicht reinmachen. So, ich muss mal die Streams angucken jetzt wieder.
bin zu viel hier in-game. Ich habe auch gar keine Lust jetzt eigentlich. Ich muss mich töten hier. Oh mein Gott, da ist jemand. Oh mein Gott, ich bin tot. So. Es hat aber jetzt erst gestartet. Ja, es ist quasi die erste Runde. Wir landen alle im Wüstengebiet, Philo. Majid, hier bitte nicht Accounts traden, danke. So, er, der mich getötet hat, der hat mich heute noch irgendwie angeschrieben auf Thank you. Discord, aber er hat mir nicht gesagt, was er wollte. Er hat gefragt, kann ich dir eine Frage stellen? So, ich soll sowieso auf Discord kurz gucken gehen. Ah, ich habe die Musik nicht an für den Stream, stark. Das kann ich mal eben runterfahren. Was ist das? Ja, Strafen war es eigentlich egal. Bei Malik, wenn er sich, ja, er muss schon Strafe bekommen. Mittlerweile kriegen alle Strafe, Bronchi, ne? Ich mache da keine Ausnahmen mehr. Die Zeit, Zuckerbrot ist alle. Da habe ich keine Böcke mehr drauf. Wir finden hier Leute, die die Preise haben wollen, gar kein Problem. Und ich habe da keinen Bock drauf, dass die Leute mal bannen und dann kommen die ein halbes Jahr später wieder angeschissen oder so. Schreibt mal Strafen, was mit SZ hinten, Bronchi? Ich bin mir da Thank you. gerade unsicher. Sieht merkwürdig aus. Was schreibt man? Strafen, was mit SZ? Ich weiß nicht. Strafmaß. Keine I don't know. So, Tommy, du kannst mir ja mal schreiben, was du von mir auf Discord wolltest. Oder soll ich Felix sagen? Ich habe Großschreibung an, stark. So, und ich wollte Was? Musik anmachen. Und ich möchte auf Toilette gehen. Dann geh. So, also er lebt noch. Ja, man bereitet sich hier auf viel auf vor anscheinend. Drei Medkits, vier Splashies, stark. Philo, du bist das. Ja, du wolltest doch irgendwas. Du hast mir doch auf Discord geschrieben. Dann stell mir doch einfach deine Frage da, sondern nicht erst schreiben, darf ich dir eine Frage stellen. Das nächste Mal, also eigentlich antworte ich, wenn mir sowas schreibt, antworte ich mit Nein. Hast du Glück gehabt, dass ich mit Ja geantwortet habe? Eigentlich sage ich immer Nö. Einfach Frage stellen. Das würde am meisten Sinn machen. Abdullah ist beigetreten, grüß dich. Danke. Draußen Leute, die singen komische Sachen. Singen. Ja, da war eben auch so eine Gruppe da draußen. So alles so Halbwüchsige, so 17, 18, 19, 20-Jährige. Standen da mit 10 Leuten. Und dann dachten die wohl, dass ich ausweiche irgendwie. Ich bin einfach durch die durchgelatscht. Die mussten mir Platz machen. So sehe ich das. So weit kommt's noch, dass ich einen Bogen laufe, ehrlich. Nee, ich bin eiskalt. Ich habe die Böse angeguckt, alle, und dann bin ich da einfach durchmarschiert. Und dann haben sie mir eine Gasse gebildet. Hab schon kurz überlegt, ob ich meine Hand so hochheben soll zum Einschlagen, weißt du? So wie beim Fußball. Das war lustig. Ich habe nur darauf gewartet, dass mir einer vor die Füße spuckt. Er wäre ja aber muggelig geworden. Ja, haben sie nicht gemacht. Waren dann doch anständiger als gedacht. So, anonym spielen ist auch nicht so der Knaller. Und Loser Dance ist auch gar kein Knaller, ne? Oder wir spielen ohne Loser Dance. Wenn man hier was gewinnen will, dann lässt man das mit dem Loser Dance. Und schaltet Anonymous aus. Ich schaue mir keine Wiederholung an. Also wenn der Dude jetzt gewinnt, muss er mir einen Screenshot schicken. Ah, der will hier gar nicht gewinnen. Das ist irgendein Spaß, der hier nicht gewinnen will, merkt ihr selbst. Der ist nicht im Wüstengebiet gelandet. Ja, der will sowieso nicht gewinnen. Guck mal, der macht nur Faxen. Lass ihn doch. Weißt du, der ist 14, 15 Jahre alt und denkt, er kann uns damit ärgern. Jetzt mich ärgert er damit nicht. Er macht den Loser Dance ja nicht auf mich, sondern auf dich gerade. Ist mir völlig egal. Ja. Das sind so Leute, die sauer sind, dass ich sie hier weggebannt habe. Die sind einfach mad. Ja, die haben keine Freundin, müssen Fortnite spielen am Wochenende und sind einfach mad. Ja. Why so mad, Bro? Ja, guck's dir an, kleines Kind. Dann ist das so.
Okay. Der die Waffe von Grim Gate, ja, der kann eh nicht gewinnen, ist egal. Den könnt ihr auch Stream snipen, wenn ihr wollt, ist mir wurscht. Tötet den Bastard einfach, easy. Ist jemand, der denkt, er wäre gut, keine Ahnung. Bist du noch am Leben, Tobi? Tod. Einen hässlichen Skin hat er auch an. Das kommt noch dazu. Ja, dass er nicht da in der Wüste gelandet ist, das sieht man ja. Er hat ja diese Totenköpfe da. Thank Das erkennt man ja auch da dran. Ja, Tommy, der kann ich aber nichts für. Schade, dass man das Spray-Motiv nicht sehen kann, ne? Wir haben auch so viele Leute gebannt, ich wüsste auch nicht, wer das ist. Interessiert mich auch nicht. Weil man sieht es immer noch nicht, Bree. Du bist dumm wie Kot. Oh mein Gott, wie oft willst du das noch machen? Wird dir das nicht selbst irgendwann langweilig? Komm mal nochmal, loser Thank Dudes. you. Komm nochmal, mach noch weiter, komm. Kannst ja sonst nichts. Haben Sie eure? Ne? So, ich lese mir auf Discord die Sachen durch. So, Mr. Fedor, jetzt kannst du mir mal auf Discord schreiben, du wolltest doch irgendwas von mir. Das kannst du mir da schreiben. Thank you. Du wolltest mir eine Frage stellen, dann frag doch die Frage jetzt. Du hast mir heute Mittag oder irgendwann geschrieben, kann ich dir eine Frage stellen? Hast du mir um 10:16 Uhr geschrieben. Und dann habe ich hier geantwortet um 18 Uhr, als ich dann on war, ja, Fragezeichen. Und jetzt eben nochmal Fragezeichen, aber da kommt nichts. Da kommt ja gar nichts. So, wie weit sind wir denn mit Likes auf TikTok? Heute ist Tobi Like Master. Für jede 10.000 Likes, die erreicht werden, bekommt er 25 V-Bucks von mir. Oh, er ist bei 4.200. Helft doch Tobi ein bisschen und liked da ein bisschen den Stream. Bin ich schon auf mein zweiter Account? Also kannst du irgendwie alle 10 Minuten 2.500 oder so machen, glaube ich. Ne? Also die Richtung. Das habe ich auch noch Konnefeld. Da haben sie oder? So, das kann ich zumachen, das auch. Easy. So, 6 Likes, wir brauchen mehr Likes auf YouTube. Das ist ein bisschen zu mager. Thank you so much. Vielen Dank Beste für 9 Freunde. weitere Rosen, Marvin. Jetzt krieg ich von Aldi Werbung, geil. A Taste of Aldi Nord. Ja, ich muss mal wieder zu Aldi. Thank you. Ehrlich, Rewe mag ich nicht. Ich mochte sowieso, Rewe sag ich schon. Ich mochte sowieso immer Aldi lieber als Lidl, muss ich sagen. Ich war immer Aldi-Fan irgendwie. Aldi fand ich immer cool. So als Billiggeschäft, wo man günstig Sachen kauft, war bei mir Aldi immer die Nummer 1 eigentlich. Und Lidl mochte ich nicht. Dann bin ich lieber zu, wie heißt das? Wie heißt denn der Laden? Netto. Aber Netto feiere ich auch nicht mehr so. Ich glaube, Netto ist auch pleite, oder nicht? Gibt's Netto noch? Ja, aber und ist uns eine Netto Schublade, oder was ging denn? eigentlich. Oder früher bin ich gerne zu Plus gegangen. Plus, gibt es noch Plus? Gibt es den Laden noch? Auch so eine Kenn ich halt. Kette? Die verschwinden alle irgendwie, ne? Oder Thank Real. you. Real heißt jetzt Kaufland hier bei uns. Ich gehe nicht zu Kaufland. Ich wollte zu Real. Real fand ich real, aber Kaufland weiß ich nicht. Ein Laden, der schon so heißt, Kaufland. Das finde ich ein bisschen zu derb irgendwie.
Wie sonst gibt es Schläge? Was schreibt der Hansi da? Das bin ich. Was, das bist du? Liken, liken, liken sind Geschläge. Ja, das Liken, Liken, Liken sehe ich nirgendwo. Ach so, das habe ich drüber geschrieben eigentlich. Nö, steht da nicht. Ich nur sonst gibt es Schläge und ich war kurz davor, den wegzubannen. Oh, aber ich habe Ja, da Liken da steht nur sonst geschrieben. gibt es Schläge, steht da nur. Das bin ich aus dem Stream geflogen. Unlucky. Ja, Hansi ist wieder beigetreten. DSC Moritz 97 ist beigetreten. Grüß dich, DSC Moritz 97. Entweder ist er Bielefeld-Fan oder er ist in einem DSC-Clan. Thank you. So, 8 Likes, 8 Zuschauer. Starke Leistung. So, wie sieht's denn aus in-game? Keine Ahnung. Oh, ja, der Loser, der stirbt gleich. Der Loser hier. Oh mein Gott, der ist ja aufgeplatzt. Schade. Schade, Bree. Ne? Ach, mein Gott. Thank you. So, nächste Runde wollen wir Duo machen und eigentlich ganze Map. Ich stelle das mal schon mal irgendwie um so ein bisschen hier. Custom Code. Haben wir nicht das Laufband hier auch? Warte mal, Laufband. Okay, das Laufband ist eigentlich gut. Modus Duo. Ja. Dass ich nicht schreiben kann. So, kriegen wir das Laufband an. Da. Oh, da sieht man aber irgendwie gar nichts vom Spiel hier. Das muss ich gleich in der Lobby erst anmachen. Einer macht ja. Ich sehe dann, sonst gibt es Schläge, sehe ich da. So, wo ist denn hier Hey, nur das. der. Wo ist denn Thank you so much, wo bester ist denn Freund. Discord in? Wo ist denn dieses Bildchen hier? Das ist das. Thank you. Machen wir mal Modus Duo. Anwenden. Slurp sendet jetzt 13 Rosen. Warum sehe ich das hier nicht in dem TikTok-Programm? Ich sehe das jetzt nur im Livestream. Stark. Vielen Dank für. Da doch, ich sehe es doch. Aber es wird mir so nicht angezeigt. Ach, es wird mir. Ah. Ach, das wird mir da nie angezeigt. Ich kenne das mit dem Kleingeld, sagt Monaco. Zocker ist beigetreten. Grüß dich. So, ich gehe mal wieder auf den Dings, das sehen wir kein Loser-Dance hier. Thank you. So, es wird kein Heal-Off geben, so wie es ausschaut. Es wird so vorbei sein. Wenigstens bleibt uns das erspart. So, dann sucht euch mal alle ein Duo-Mate. Oder ihr müsst uns auffüllen machen. Ich mache gute Arbeit im Chat, muss ich schon sagen. Dann müsstest du aufhören machen, Mark 030, grüß dich. Oder du suchst dir Thank einen you. auf YouTube im Chat oder im TikTok-Chat. Fragst die Leute einfach, wer Bock hat, mit dir zu spielen. Ich weiß auch nicht, wie du drauf bist, aber du bist jetzt bist ein paar Tage hier bei uns, machst hier, glaube ich, mit irgendwie. Ich weiß, dass du uns folgst. Du bist jetzt noch nicht negativ aufgefallen irgendwie, also. Der Markt, der sucht Mate. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Die Guten wollen halt immer mit guten Leuten spielen, ne? Meistens haben die nicht so viel Bock, mit einem Schwächeren zu spielen. Da musst du mal dein Epic, schreib doch mal dein Epic rein einfach. Ich weiß nicht, ob Marvin ein Mate hat. Oder vielleicht Tobi. Tobi, hast du ein Mate? Nee, ich spiele Solo mit, dass ich leiten kann, glaub ich gesagt. Was willst du? Ich spiele Solo mit. Tobi ist so abgehoben und spielt Solo mit, aha. Nee, dass ich nebenbei leiten kann. Ach Ich so, stehe mich okay, alles gut, alles gut. José Luis Garcia, hello. Not Loxe, oder Not Love soll das heißen. So ist dein Ingame. Marvin hat schon ein Mate. Er ist Elite, er ist nicht so schlecht. Ist diese Season auch ein bisschen schwieriger, habe ich den Eindruck. Elite oder. Ich bin auch Elite. Ich bin noch nicht Champ. Ich bin Elite 47%. Ich habe gestern wieder 2% verloren. 2 Runden gespielt, 2% verloren. Easy. Ja, bin safe.
Ja, wegen Safe, wegen Tobi, wegen Retroy. Nur Ja, ich wobei war ich gut. hatte. Okay. Tobias sind immer die anderen schuld. So, wo ist der letzte Bree? Ist der hier überhaupt irgendwo? Ich guck mal eben. Das ist der Vancore, der wird da schon irgendwo sein. Ja. Bleibt er Glück. Das ist in Zone. Also in dem Gebiet. Ich dachte, er hat den letzten gerade gekämpft, oder nicht? Ist der letzte ab, ist er abgehauen, der Vancore, oder wie? Einer von beiden ist abgehauen. Speedy wird verlieren, weil er nur ein Medkit hat. Oder findet noch irgendwie Heal. Was hat der andere? Er hat ein Problem hier mit Storm Surge. Ja, der andere wahrscheinlich noch eher. Sturmkrankheit. Ja, Ja. Avanko kriegt den ersten Punkt. Avanko hatte das nämlich noch nicht irgendwie. So, ich notiere mir das. Ich poste das doch gleich auf den Discord hin bei Ranking. GG, erster Punkt an Avancore. So, wir spielen jetzt Duo, holt alle eure Mates ran und wir wollen ganze Karte spielen. Das war sozusagen die Aufwärmrunde. Sie zählte aber trotzdem natürlich. Sie zählte trotzdem. So, Duo, zack. Ich muss mal eben hier auch. Thank you so much. Beste Freunde. Beste Frendo! Thank you so much! So, ich gucke gleich hin. Ich denke mal, es war Marvin. Ich tippe einfach auf Marvin. So, Duo. Warte auf Beginn der Spielersuche. Warteschlange ist voll. Was soll das denn eben? Warteschlange ist voll. Ich meine, da ist ein wartender Spieler. Wo ist die Warteschlange full, bitte? Jetzt sind wir zu dritt. Jetzt sind wir vier. So, okay. Und ich kann starten, keine Angst. Ich kann auch ohne Startbutton starten. Werdet ihr sehen. Das können nur ausgewählte Creator. Vielen Dank für ein GG-Zeichen. Fünf Leute bekommen 509 V-Bucks, oder? Nein. Nein. Das ist so nicht richtig. Pass auf. Es ist so nicht ganz richtig. Es könnten fünf Leute sein. Du könntest recht haben. Du könntest aber auch falsch liegen. Weil es ist auch möglich, 1000 V-Bucks zu earnen. Schadstärke 2015, das vergessen wir mal. Siehst du? Drei Wins gleich 500 V-Bucks. Es sind 2.500 V-Bucks im Top, von mir aus 3.000, wenn am Ende da Punktegleichstand ist, ist egal. Und Cap ist 1.000, das heißt, es könnte auch sein, dass zwei Leute 1.000 V-Bucks bekommen und einer 500. Oder drei Leute bekommen 500 und einer 1.000. Oder drei Leute bekommen 1.000 oder zwei Leute bekommen 1.000 und zwei bekommen 500. Es sind mehrere Kombinationen möglich. Auf jeden Fall werden es mehrere Personen sein, also mindestens drei, das ist klar. Vielleicht sogar fünf. Kommt drauf an, wie ihr spielt. Ihr braucht einfach drei Siege. Und wenn ihr eure Mates wechselt, ist egal. Ich schreibe mir das ja auf. Avancore hat jetzt seinen ersten Sieg. Er braucht zwei Siege jetzt noch. Hat er 500 V-Bucks. Easy. Ja? Ihr müsst die Siege auch nicht nacheinander machen oder sowas. Machen wir auch nicht, sondern einfach so drei Siege. Und wenn wir heute Abend das Turnier beenden, und das wird noch nicht ausgespielt sein, das ist mir bewusst, eigentlich könnten wir es morgen weiterspielen, aber ich habe für morgen eigentlich ein Boxfight-Turnier geplant. Das habe ich auf Discord auch schon alles so hingebastelt. Wir könnten dann entweder das Boxfight-Turnier verlegen auf nächste Woche Dienstag, Mittwoch, weil montags ist eigentlich immer streamfrei, oder wir spielen morgen das Boxfight-Turnier und machen das dann nächste Woche weiter. Ich glaube, wir müssen das Boxfight-Turnier verlegen dann. Wir spielen das hier dann morgen weiter, bis es ausgespielt ist. Und zur Not erhöhe ich die Gewinnsumme noch ein bisschen oder so. Ne? Wenn jetzt nur noch 500 V-Bucks im Pool sein sollten. Naja, wird aber nicht. Wenn man mal nachrechnet, wenn jetzt zwei Leute jeweils 1000 V-Bucks gewinnen sollten, die müssten jeweils sechs Siege machen und einer muss dann noch drei. Es sind mindestens neun Runden, die wir das Turnier spielen. So, aber der Wanko muss auch jetzt erstmal zwei, drei nacheinander, ne, ist überhaupt hinbekommen. So, einen Sieg hat er jetzt, er hat einen Win-Punkt. Ist alles offen, Turnier hat gerade erst gestartet. So, ich sollte vielleicht das Laufband jetzt mal anmachen. Thank you so much, beste Freunde! Vielen Dank, Marvin. Marvin hat mir schon einen ganzen Blumenstrauß gegiftet hier. Vielen Dank, Marvin. Wo hast du die ganzen Coins her, Marvin? Vielen Dank und hallo Stinkerle auf YouTube. Grüße aus der Badewanne. Stinkerle. Jetzt habe ich aber Gedanken im Kopf. Jetzt habe ich Bilder im Kopf, Stinkerle. Jetzt habe ich Bilder. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Da wird Bronchi dann böse mit mir irgendwann. Ich habe Bilder im Kopf.
Ich krieg sie nicht wieder raus gerade. Gab's da nicht so einen Song, diese Bilder im Kopf? Und, nee, gibt's nicht, ne? Ich glaube, es kommt nicht mehr. Das werden wir sehen, Tommy. Kann man was gewinnen? Moses, sein Name ist ein bisschen ungünstig, ganz ehrlich. Der Name ist schwierig hier für den Chat. Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank für eine weitere Rose, eine weitere Rose, eine Eiswaffel, eine weitere Rose, ein GG-Zeichen, eine weitere Rose und eine Eiswaffel. Ja, man kann etwas gewinnen, aber der Name ist schwierig, du. Das mit 20.15 Uhr vergessen wir mal. Ich habe geschmeidig um 22 Uhr gestartet. 3 Wins gleich 500 V-Bucks, easy. So, ich mache das hier nochmal ein bisschen größer. Eigentlich muss ich das gar nicht hier so groß haben, ne? Wir spielen jetzt Duo, ist eigentlich ein Duo-Turnier. Jetzt haben wir die erste Runde Solo gespielt. 3 Runden, 3 Siege, ohne Kills, ist egal. Ihr müsst keine Kills machen. Alle Waffen in-game erlaubt. Und wäre cool, wenn wir 16 Leute wären, dann können wir ganze Maps spielen, weil unter 16 ist das ein bisschen low. Wir sind 18 Leute, wir können langsam starten, würde ich sagen. Seid ihr alle ready? Alle mal einen R in den Chat, wenn ihr ready seid. Oder ein, was nehmen wir denn? Ein U für unready. Easy. Benimm dich, Mensch, Mensch. Bitte noch eine Minute. Ich will eigentlich nicht so lange warten. Würde gerne starten wollen. Shay, grüß dich. Shay, wann streamen Sie denn mal wieder auch ein Turnier hier von uns? Sie können sich gerne mal bei Discord melden bei mir. Irgendwann müssen Sie auch wieder gesund sein, hoffe ich doch. Schatzilein. Weißt Bescheid? Bin aber aus Fortnite rausgeflogen, ja, dann mach schnell. Wir warten jetzt noch eine... Ja, dann Follow, Mr. Moses. Follow und wir warten eine Minute. Kein Follow, warten wir nicht. Deine Entscheidung jetzt. Aus dem Chat bist du ja nicht rausgeflogen. So, okay, wir warten jetzt eine Minute auf ihn. Ich gucke mir auf die Uhr. Es ist jetzt 22, 39, 50. Schreib rein, wenn du fertig bist. Dark Knight, Fortnite. Vielen Dank für den Follow. Oh, was kommen denn da für Namen gerade rein? Mr. Hartmann, grüß dich. Jo. Leute, Leute, das ist doch schon so ausgelutscht mittlerweile, ehrlich. Bester Fremder! Da gibt's auch noch einen, da gibt's noch mehrere Namen. Irgendwas mit Lexi weg oder so. Und was es da alles gibt. Ja, gibt's so viel. Ich kenne das aber alles schon. Ich streame ja auf YouTube schon seit 3 Jahren oder so. Aber diese Namen sind schwierig, ne? Die werde ich auch nicht vorlesen, natürlich. Ich bin zwar alt, aber ich falle auf sowas nicht rein. So. Meine Internetverbindung ist instabil, stark. Und ich bin bei irgendeinem anderen, bin ich auf einmal im Stream drin, das ist nicht gut. Ich will da wieder raus. So, ich bin wieder raus, Gott sei Dank. Er hat da irgendwie Pizza gebacken gerade oder so, was für oder Brot oder so, was für komische Leute. Hast du Pizza gebacken? War auch gestern kurz live. Ja, willst du das hier streamen? Shay? Kannst du das hier streamen, wenn du möchtest? Ja, du kannst starten immer noch. 6. Ja, ich habe gesagt, wir warten auf die Moses. Er ist drin, okay, er ist drin. Sind alle ready? Er ist drin, okay, gut, das wollte ich nur eben. Warte, einmal noch auf YouTube. Hat auf YouTube jemand geschrieben, warte oder so? Irgendein wichtiger Dude? Nee, ne? Ja, du sagst nö, für dich sind die alle unwichtig immer. Kack, wer ist er noch? So, können wir starten? Wir starten jetzt, komm. Wir haben auf ihn gewartet, ganze Map. Alle Waffen erlaubt, ganze Map, easy. Das machen wir weg. Nee, das machen, lassen wir da, das wollte ich wegmachen. Shay, wenn du das streamen möchtest, ich kann dir da ein Thumbnail geben oder irgendwas, dass du da ein Bildchen hast oder so. Du musst auch nicht unbedingt die Creator-Quota einbasteln, wäre natürlich cool, aber vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel verlangt von euch und dann hattet ihr keinen Bock mehr. Weil wenn du das streamst, dann kommen durch dich auch nochmal ähnlich Leute wie durch mich und dann haben wir da auf einmal, das haben wir letztes Mal ja auch geschafft, dann hatten wir da 47, 50, 58, 59 Leute und dann bockt das richtig, dann macht das richtig Laune. So mit 20 bis 30 Leuten ist das so ein bisschen Käse, finde ich. Das ist nicht so geil, ist so. Ich sag, wie es ist. Hier, ich kann dir diese Bilder geben, wenn du willst. Start 2015, vergesst das, es hat um 22 Uhr gestartet. Wir haben eine Runde bis jetzt gespielt. So, ich kann dir mal eben auf Discord, wenn du magst, da so ein Bildchen geben. Das bastelst du, kannst ja bei dir da reinmachen oder zeigen. Einfach ganz simpel, 3 Siege, 500 V-Bucks. Alle Waffen sind erlaubt. Kills, egal, spielt keine Rolle.
So, Shay. Darf ich dich töten, ne? Bitte wen? Darf ich dich töten, ne? Wieso willst du mich töten? Weiß nicht, vor Langeweile. Wo bist du denn gelandet? Ich hab Aufhören gemacht, scheiße! Ich spiel mit Lace! Der arme Kerl. Der arme Kerl! Oh mein Gott, ich muss mitspielen, ich kann ihn nicht verkaufen, den Bree, der ist nett, den will ich nicht kaputt machen jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gosh. Oh mein Gosh. Wie, der braucht kein Mate? Ja, aber wenn ich jetzt tot bin, dann sehen sie ihn, er ist total, guck mal, er hat die erste Runde knapp verloren und jetzt verkackt er gleich die, jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss ich mich von meinem, eigentlich wollte ich kacken gehen, so, aber es geht jetzt nicht, fange einen Fisch an einer Stelle für 5000 XP, die ich in Customs nicht erhalte, okay. Okay, let's go. Ich muss zu meinem Mate gehen. Ich kann den ja jetzt nicht so. Erik, willst du call? Können wir reden? Ben, grüß dich. Ganze Map? Ja, ganze Map. Ab 16 immer ganze Map. Sonst hätte ich das vorher gesagt mit nur Wüste oder so. Das hätten wir vorher reingespammt in den Chat, wenn die Mods das nicht vergessen hätten. Ganze Map. Ja, ist jetzt ganze Map, weil ich nichts von einem bestimmten Ort gehört habe. Ja, es ist ganze Map am Vancor. Können wir mal zusammenspielen? Kack. Wer bist du denn noch? Ich hab vergessen, wer du bist. Hallo Ben, grüß dich. Ben, hier, guck mal, Feder. Ja, nichts. Tobi hat noch kein Mate. Ja. Oh, ich bin heute wieder lustig. Ich hab einen Kasper gefrühstückt. Nein, ich hab einen ganzen Puppentater gegessen heute. Und ich hab Bilder in meinem Kopf. Ach, du kackst. Ich hab Bilder im Kopf und ich werde die nicht mehr los. Laura! So. Oh, auf mich wird schon geschossen, Lace. Ich hoffe, du hast Waffe. Ich bring Leute mit. Ja. Ist Lace hier? Ihr solltet mich nicht angreifen. Ja, Lace ist nicht ganz so... Also, in Rocket Racing ist er voll der Noob. Ich sag's, wie es ist. Ich habe Rocket Racing mit ihm gespielt. 3 Runden. Er wollte noch eine dritte spielen. Ich habe ihn abgezogen, den Bree. Er hat 3-mal verkackt. Dein ist... low. Ja, er ist hier gerade irgendwo lang gelatscht. Gut, denn... Wo ist er denn hin? Ja, Leute, wenn ihr Stream snipen wollt, dann... Mein Spiel ist gerade so ein bisschen abgestürzt. Dann haut bitte nicht ab, wenn ihr low seid. Da wird's dann ja auch irgendwann ein bisschen unfair, ne? Müsst ihr auch mal mit Kill gönnen hier, dem alten Mann. Wo läufst du hin, Lace? Ist er da unten, oder was? Wir haben hier ein bisschen Metz. Achso, ich dachte, wir töten jetzt den einen Low hier. Ja, oh, da will mich einfach überfahren. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Das ist auch wieder ein Gebannter hier. Oh mein Gott. Oh, hier kommt noch mehr. Ja, wir werden sterben. Nee. Ja, Saints. Ja, das ist auch Sniper. Ja, so wird das mit einem Bann nie was werden mit euch, ne? Ihr macht euch das selbst sowas von kaputt hier, egal. Ja. Ihr macht euch das so kaputt, so wird das nix. Ich habe schon drüber nachgedacht, den einen vielleicht zu entbannen, den Jibril, aber weil er dann doch nicht so viel gemacht hat, aber wenn er jetzt schon wieder mit Streamsnipen losgeht und so weiter, dann vergessen wir das mal. War ein dummer Gedanke von mir. Tut mir leid, ich habe Aufhören gemacht, ne? Muss ich nicht machen, ist Käse. Ja, ist gut. Das habe ich verkackt gerade. Tobi, daran musst du mich gleich erinnern, wenn ich in der Lobby bin, dass ich nicht Aufhören mache, ne? Aber wenn ich sehe, dass das Team-Sniper sind, dann hätte ich eher Bock, morgen das Boxfight-Turnier zu machen, weil da können die da nicht mitmachen, einfach. Ja, ist das selbst auch Team-Sniper? Alle Leute hier. Egal, ich kann weiter liken.
Sind die tot, die Leute, oder leben die noch? Ja, ich habe Yusuf getötet. Bitte was? Ich habe Yusuf getötet. Ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. Spielt er kein Fortnite mehr oder ist er einfach nur schlecht? Imagine, man hat 11.000 PE und verliert gegen Tobi Teufel. Tut mir leid, Tobi, tut mir leid. Warst du da auch? Seid ihr da alle gewesen gerade, oder ich wie? Ich bin da hingefahren, die ist ja gestorben, ich bin da hingefahren. Ach so, alles gut, alles gut. Die Kinder werden hier, nee, ich hatte sogar gestern überlegt, den Jibril vielleicht wieder zu entbannen, wenigstens ihn dann irgendwie, aber wenn die dann schon wieder am nächsten Tag dann ankommen, wieder Fax zu schieben, eben war ja auch schon einer da, es wird auch einer von denen wahrscheinlich gewesen sein, dann mit 100 Mal Loser Dance, ja. Nee, die werden nicht erwachsen, die werden auch nicht reifer oder so. Die schreiben ja immer Chat rein, ich bin jetzt reifer geworden und was weiß ich. Das sind die nicht. Die reichen Teilnehmer nicht mehr. Also ihr würdet sagen, das sind immer noch Hurensöhne, wie sie früher mal waren. So würdet ihr das wahrscheinlich sagen, so sage ich das natürlich nicht. Ich würde sowas niemals sagen. Ich würde sagen, das sind alles Bastard-Monkeys. So. No. Ist ja so, ne? Guck mal. Ich überleg darüber gestern noch und spreche dann noch mit Dani drüber, wie das ist, ob wir vielleicht den Chibri mal wieder irgendwann entbannen, weil der ist ja so lange gebannt schon und dann kommt er am nächsten Tag an und streams dann gleich wieder. Was soll man dazu sagen, ne? Da will jemand nicht entbannt werden. Das ist das blöde Shame, man sieht das überhaupt nicht, also ich kriege das gar nicht so mit, wenn ihr teilweise am Stream seid, auch wenn Lea streamt oder dieser andere Dani da, nicht unser Dani, dieser andere Dani, ich kriege das nicht mit, man muss ja schon wirklich auf TikTok sein, damit man das sieht, ich gucke mir oft auf YouTube oder auf Twitch Wiederholungen von Streams tatsächlich an oder so und dann sehe ich quasi, was sie da gemacht haben und so und auf YouTube wird mir jetzt auch angezeigt, also wenn ich zufällig on bin und ich sehe zum Beispiel, der Stinkerle on ist, dann gehe ich da auch kurz hin oder so. Manchmal schreibe ich da gar nichts rein, aber ich mache dann kurz mein Like dahin oder so und mache ich aber auch oft im Nachhinein einfach. Dass mir dann angezeigt wird mit so einem blauen Kreis auf YouTube, dass da was Neues ist, dann gehe ich da kurz hin, kommentiere da kurz und dann fertig. Ich kriege das oft nicht mit tatsächlich im Moment. Ja, und auf TikTok siehst du ja auch nicht die Stream-Wiederholung, du siehst es einfach nicht. Du kriegst es ja einfach nicht mit. Und ich bin jetzt nicht die ganze Zeit so auf TikTok mit meinem Handy, weil ich benutze mein Handy ja fast gar nicht, mein Smartphone. Das ist eigentlich immer aus. Und mein anderes Handy kann sowas nicht richtig. Und ich bin da so nicht auf TikTok. Ich bin eigentlich nur, ich mache nur TikTok an eigentlich, während ich am Stream bin. Oh, schalten wir mal von ihm um hier, damit er reviven kann. Schau mir das dann nach dem Stream, gucke ich da ein bisschen rum manchmal, schau mir da Spiele an, ob die in Ordnung sind oder so, nicht? Ob das passt mit denen oder ob wir die irgendwoher kennen, ob das vielleicht Leute sind, die mal gebannt wurden und sich jetzt wieder reinschummeln oder so, sowas schaue ich mir dann an. Ist aber auch das Einzige. Wieso sehe ich jetzt von dem Hartmann da Sachen in dem TikTok-Programm, aber ich sehe es nicht bei mir live im Chat. Ich muss mal refreshen, aber dann sehe ich wieder gar nichts, ne? Da schien einfach seine Nachrichten nicht. Da schien nur, folgte dem Host und dann Marvin Super. Mir stehen im Chat auch die Nachrichten von ihm. Aber ich sehe das im Bot-Programm, also nicht im Bot-Programm, im TikTok-Live-Studio werden mir die Sachen angezeigt. Thank you so much. Da sehe ich zum Beispiel auch alle Liken Need V-Bucks. Das steht so bei mir nicht im Chat drin. Kann morgen mit. Ich sehe das auch nicht. Kann morgen mitstreamen und heute nicht mehr so lange on. Alles gut, Shay, alles gut. Ich werde heute auch nicht so lange machen. Ich denke, also entweder machen wir das Turnier morgen weiter oder wir machen morgen Boxfight-Turnier. Das habe ich ja auch vorbereitet. Dann müssten wir das hier nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie weitermachen. So. Was muss man machen, um V-Bucks zu bekommen? Runde gewinnen. Drei Runden gewinnen. Wenn man eine Runde gewinnt, nein, dann hast du einen Punkt. Hier kann dir gerne noch mal kurz das Video zeigen hier. Vergiss das mit dem Start. Start war einfach mal 2 Stunden später. Komm das wieder. 3 Wins gleich 500 V-Bucks, ganz easy. Und du brauchst auch keine Kills oder irgendwas, einfach nur 3 Wins machen. Er ist hier ganz alleine, ich gehe von ihm weg, glaube ich.
Mark hat Monaco getötet. Was ist da los? Vielen Dank nochmal, Marvin, für einen GG, eine Eiswaffel, eine Hose und ein GG. Die Leute auf YouTube sind heute wieder geizig. Da sehe ich keine GGs und keine Eiswaffeln und keine Rosen. Und der Marvin hat mir schon einen ganzen Blumenstrauß gegeben. Easy. Ben, ich spiele gleich mit. Okay, Ben. Das ist gut. Die Kinder werden nie erwachsen, habe ich gelesen. Hey, 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 Nicolina. Hey, 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 hey. Und haben sie eine Maus mittlerweile? Nett von dir. Was ist nett von dir? Was war nett von mir? Also, sie begrüßen, die Mods begrüßen sich gegenseitig. Das sieht aus wie Unimod-Chat. Hallo, wie geht es dir? Ich bin gut in vorne, darf ich mitspielen? Nee, hier dürfen nur schlechte Spieler mitspielen, Lukas, sorry, geht leider nicht. Musst du woanders mitmachen. Klar kannst du mitspielen, wenn du nicht einer bist, den wir hier mal gebannt haben oder so, der sich hier so reinschummeln möchte, dann müsstest du auf den Entbannungsserver gehen und dich erstmal entbannen lassen. Weil dein Account ist ja sehr fresh, Lukas, der ist ja heute erst gemacht. Wer bist du denn, Lukas? Sag's doch gleich. Wer bist du denn, Lukas? Das ist schon wieder viel zu einfach. Account ist heute gemacht. Lukas, warum Account heute gemacht? Wer bist du, hä? Die Mods bannen gerne Accounts weg, die ganz fresh sind. Da solltest du mit der Wahrheit lieber, ne? Die Wahrheit lieber raushauen, ist besser. Mr. Kakakak, wer warst du denn noch? Sag mal, wer du warst. Das wusste ich doch schon mal, wer du warst. Ich hab's wieder vergessen. Das hast du schon mal gesagt, glaube ich. Der Account ist auch sehr fresh von dir, Mr. Kakak. 4.2. Nee, 23. Der ist nicht fresh. Der ist alt. Alles gut. Habe ich eben bei dem Lukas richtig geguckt. War es 2024 oder war es 2023? Jetzt gucke ich nochmal hin. Jetzt gucke ich da doch mal nach. Nee. Der Account wurde heute erst gemacht. Also Lukas, wer sind Sie? Kommst von TikTok. Wie heißt du denn auf TikTok? Ich glaube dir das irgendwie nicht so ganz. Ja, dann lass doch mal ein Follow da. Sag mal, wie du bist, wie du da heißt. Und dann weiß ich ja, ob du schon mal da warst. Das kann ich ja im Bordprogramm nachgucken. So, ich trage eben den Sieg aus der Solo-Runde von dem Avancore eben ein. Ranking. At here. Ein Win. At Avancore. So. Du bist ja. Ich zähle nicht mehr, F. Bist du das, Tobi, bist du das? Ja. Was sind das für komische Sachen da? Es ist eine Zunge raus. So. Vielen Dank für den Follow. Ist eine Zunge raus? Wie bist du denn drauf, Junge? Einfach schickst du mir einfach die Zunge raus, oder was? Ja. Ja. Ich kann aber nicht mehr liken. Auf keinen Account. Das ist unlucky. Mr. Luck, bitte. Wer bist du denn? Ich meine, Mr. Luck, bitte. Du folgst einer Person auf TikTok, das bin ich, und hast selber 3 Follower. Sieht alles ein bisschen unseriös aus, ehrlich gesagt. Da steht $200 Earnings. Bist du Pio oder wer bist du? Oh Gott. Weiß ich nicht, wer er ist, aber es sieht alles ein bisschen merkwürdig aus mit ihm. So. Also, liebe Mods, kümmert ihr euch bitte um ihn. Ich kümmere mich nicht um ihn. Das sieht mal alles fake aus. So. Marvin, vielen Dank für ein weiteres GG und vielen Dank für eine Rose. Warum bekomme ich keinen Teddybär, Marvin? So, was bringt so ein Teddybär? Was hat so ein Teddybär für einen Wert? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das hier auch nicht. Ich kann maximal Sushi oder einen Donut irgendwie machen oder so. Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich vom Angelo, der hat mir ein Universum gegiftet. Tobi, weißt du, wie viel ein Universum bringt? 1000 Münzen. 1000 Münzen. Das sind 10 Euro im Prinzip. Fast. Das ist weniger. Es sind 8 Euro, glaube ich. Also. Und dann ist mein Stream ausgekaspert, als wenn mich einer gedidos hätte, damit ich keine weiteren Donations bekomme. Und dann habe ich Stream wieder angemacht. Und dann kam Angelo wieder und hat Rosen reingemacht. Weißt du, wie viele? Mm-mm. 417. Aber wenigstens mit einmal. Er hat die nicht alle einzeln gemacht. Daniel würde die alle einzeln machen, damit ich mich für jede einzelne Rose bedanken muss. Und er hat es war ein riesengroßer Blumenstrauß. Es war schon mehr als ein Blumenstrauß, es war ein Meer aus Rosen, war das.
So. Können wir vielleicht Solo machen oder nicht? Marc, such dir doch bitte einen Mate sonst. Vielleicht findest du sonst auf YouTube einen Mate. Auf YouTube heißt es nur Odyssey, da haben wir auch mehr Follower. Vielen Dank nochmal für eine Rose. Es ist eigentlich Duo, Marc. Wenn wir Solo machen, da wird immer so viel geteamt. Das bockt nicht. Das ist wirklich... Ich habe so viele Turniere gemacht in den letzten Jahren. Ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Auf YouTube sieht man viele Turniere nicht, weil ich die alle auf nicht gelistet geschaltet habe, weil ich die alle nachbearbeiten muss, Marc. Aber das bockt nicht so. Da sind dann die Duo-Mates sind dann immer im Call zusammen und dann teilweise sind die mit 3, 4, 5 Leuten im Call. Die callen sich da alles und das ist so eine eklige Teamerei am Ende. Deswegen Solo-Turniere ganz wenig hier bei uns. Aber wir wollen morgen oder nächste Woche, also eigentlich am Morgen, ich weiß noch nicht, wollte ja eigentlich dieses Turnier heute hier 2 Stunden früher starten. Dann hätten wir es heute vielleicht durchbekommen. Ein Boxfight-Turnier und das ist Solo dann. Tanjiro, vielen Dank für eine Klopapierrolle. Ne, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank nochmal für 3 Rosen. Marvin und grüß dich, Tanjiro. Hab ich übersehen gerade. Was hat er gemacht? Eine Klopapierrolle? Ne, was ist das? Das ist ein Gamer-Controller. Boah! Der bringt 100 Münzen. Scheiß an die Wand. Alter Schwede. Ich habe gedacht, das ist eine Klopapierrolle und es ist ein Nintendo. Es ist ein Super Nintendo-Controller locker. Vielen lieben Dank, Tanjiro. Und ich sag Klopapierrolle und dachte, das ist eine Münze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin neu, Tanjiro. Ich bin noch nicht so lange auf TikTok. Auf meinem Laptop ist das so klein. Ich kann das kaum erkennen. Wenn du das hier sehen würdest, du hättest auch safe gesagt, das ist Klopapier. Marvin, vielen Dank für weitere 10 Rosen. Und das ist eine Ghetto-Faust. Nein, was ist das? Fistbump. 90 Münzen. Oh, es wird weniger bei Tanjiro. Tanjiro ist pleite. So, vielen Dank für einen Fistbump. Ich hoffe, dass es nichts Versautes. So, und für einen Controller. Danke dir, Tanjiro. Spielst du denn auch mit? Ehre. Sagt man das noch heutzutage? Ehrenmann? Sagt man gar nicht mehr. Komm, ich mache ein Herz für dich in den Chat und für den Marvin. So, warte, ich mache ein Herz für euch. Ja, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Komm, das ist ein Herz, oder? Zähl das als Herz? Ich hab's versucht. Ich mach nur Spaß. Ist nichts Versautes, nee. Ich kann diese Sachen gar nicht selber machen. Also wenn ich jetzt zu dir mal in den Stream, du streamst ja auch mal nicht, in den Stream kommen würde, ich könnte sowas gar nicht, weil ich das vom PC aus mache. Und ich habe hier eine ganz, ganz kleine Auswahl. Ich habe hier eine Eiswaffe, eine Rose, ein GG. Den Game-Controller habe ich auch, den sehe ich hier sogar. Dann TikTok-Zeichen, Fingerherz, Freundschaftshalsband, Rose, Parfüm. Und dann kann ich nochmal rechts klicken. Sushi, Donut, Stern. Und das war's. Also ich habe nur eine Auswahl, ich habe nur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich habe nur 12 Sachen, die ich machen kann, vom PC aus. Keine Ahnung, warum das so ist. Ist die Runde vorbei? Es sieht so aus, ne, so ein bisschen. Oh, Tommy hat gewonnen und ich, wir beide haben gewonnen, Tommy, GG! Tommy und ich haben gewonnen. Easy, kein Problem. Wer hat gewonnen gerade? War das Saints? Saints und Tommy? Oder wer? Ich meine, der Saints war mit dem Tommy im Team. Ist das richtig? Ja, das ist auch richtig. Aber wir waren auch da zufällig, wo ihr wart. Da waren viele. Ich schreibe das kurz auf. Bitte? Da waren 2 Duos. Ja gut, aber es ist auch ein beliebter Spot da zum Landen durchaus. Das darf man nicht vergessen. Da sind immer welche, Tobi, an der Stelle. Ist halt so. So, starten wir die nächste Runde und ich mache nicht auffüllen dieses Mal, weil ich will gar nicht mitspielen. So. Kleinen Moment. Warum schreibt denn keiner, dass die Runde vorbei ist? Schreibt ihr doch auch immer. Keiner sagt es mir. Ich muss es selbst erkennen nach 10 Minuten. Wie lange war ich denn da jetzt gerade da... In dem Bild? Aber das ehrlich Stream aus, alles gut. Ne, das ist ein Duo-Turnier, Bre. Da ist nichts mit Trio. Kannst aber gerne mal ein Follow da lassen, falls wir mal ein Trio-Turnier machen, damit du es auch mitbekommst. Aber als nächstes kommt tatsächlich nach diesem Turnier ein Solo-Boxfight-Turnier. Beim Solo-Boxfight-Turnier gibt es zu gewinnen eine 10€ Paysafe-Karte. Und da gibt es für den zweiten Platz, ich glaube, 500 V-Bucks und für den dritten Platz 200 V-Bucks. Das ist ein kleines Turnier, ist auch nur an einem Tag. Dieses Turnier machen wir jetzt heute und wahrscheinlich nächste Woche weiter oder morgen weiter. Ich muss mir überlegen, dann müssen wir das Boxfight-Turnier verschieben. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Morgen wäre besser.
So, ich muss erstmal die Punkte eintragen. So, bei diesem Turnier braucht ihr, brauchen wir besser, meinst du? Ja, aber wenn mir jetzt hier zu viele Stream-Sniper unterwegs sind und so viele Kackvögel, dann habe ich da morgen eigentlich keinen Bock drauf, Tobi. Weißt du, dann würde ich morgen lieber das Boxfight-Turnier machen, um die Leute wieder loszuwerden. Ja. So, hier, das ist das, was es zu gewinnen gibt. Vergesst das mit 2015, ich war um 22 Uhr hier. Drei Wins gleich 500 V-Bucks, ganz einfach. Easy kneesy. Was irgendwie doppelt gemoppelt, ne? Einmal mit dem Ding und einmal mit dem Ding da unten. Das ist eigentlich ein bisschen viel, finde ich. Ich lasse das mal hier und lasse das Band einfach laufen. So. Ich weiß es noch nicht, Mr. Hartmann. Also wenn ich jetzt hier den Eindruck habe, dass hier zu viele Leute mitmachen, die hier gebannt sind, dann würde ich morgen das Boxfight-Turnier machen und dann machen wir dieses Turnier nächste Woche weiter sonst. Wenn das jetzt nicht gleich, wenn das gleich funktioniert hier einigermaßen und da nicht so viele Stream-Sniper sind und dann, oder die Leute sich zumindest alle an die Regeln halten, auch wenn sie gebannt sind, sie ganz normal mitspielen, dann würde ich das Turnier vielleicht hier morgen weitermachen, damit das dann fertig ist. Und dann würde das Boxfight-Turnier halt erst nächste Woche, Montag, Dienstag oder so kommen. Tyler, grüß dich. Ich muss kurz auf YouTube gucken. Tyler, sehr schön, dass du da bist. Ich habe das vorgelesen, was Stream Elements postet. Hallo, schön, dass du da bist. Easy. Mag, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das überlegen. Also auf dem Discord siehst du das. Eigentlich würde ich es um 15, 16 Uhr anfangen. Ich bin immer ein bisschen später dran. Wenn ich 15 Uhr sage, meine ich 16 Uhr. Wenn ich 16 Uhr meine, meine ich 16, 30, 17 Uhr. Ja. Spielersuche läuft schon. Ja, davon gehe ich aus. Ja, 14 Leute sind drin, Tanjiro. Sie fehlen noch. Mir wird hier angezeigt, wer nicht drin ist. Du bist nicht drin, steht da. Da steht, Tanjiro hat Gaming-Controller gesponsert, aber ist nicht bereit mitzuspielen, weil er Angst hat. Was ist da los, Tanjiro? So. Um was geht es in der Runde? Um den Win, Mr. Rumänia. Ihr braucht drei Wins für 500 V-Bucks. Ganz einfach. Alle Waffen sind erlaubt. Der Blitz ist erlaubt. Alle Items erlaubt. Kopfgeld könnt ihr machen. Funktioniert eh nicht in Custom Games. Nur nicht teamen, nicht streamsnipen, nicht cheaten, nicht hacken. Ist klar, ne? Easy. So, ich muss mal auf YouTube gucken. So, sind wir alle ready? Wie viel sind wir? 17. 17 Leute. Ja, es ist 3 Minuten. Lassen wir noch eine Minute laufen. Gucken wir mal, ob da noch jemand beikommt. So, wie viel sind wir denn auf YouTube? Auf YouTube sind wir 12. Auf TikTok sind wir auch 12. Es sind 24. Wir haben hier Leute unter uns, die nur zuschauen. Was ist da los? Wir haben hier Zuschauer. Wir haben hier Leute, die nicht mitspielen. Da steht 128 neue Nachrichten, steht da. So. Mein erster Win hier. Ja, hast du auch einen ordentlichen Mate gehabt, ne? So, ich würde also spätestens bei 5 Minuten Q starten wollen. Wo sind wir denn Q-mäßig? Wo sind wir denn Q-mäßig? Kann ich das hier irgendwie verschieben? Bitte was? Ganz kurz warten. Wir müssen doch noch bereit drücken. Ich sehe das nicht. Selbst wenn ich das hier nach oben verschiebe, sehe ich nicht die Minuten. Ich muss im Spiel nachgucken selber. Auf 5 Follows. Vielleicht schaffen wir das noch auf 10. So, wir haben 4 Minuten. Oh, wir sind 21. Sind alle ready? Kann ich starten? Ja, ready. Ja, du sagst ja. Du guckst ja gar nicht. Er sagt einfach so ja. Er guckt noch nicht mal da so rein. Vielleicht sind da welche, die schreiben gerade hier. Warte noch 10 Minuten, bitte. Ich bin noch bei Oma und komm da schnell nach Hause mit dem Fahrrad gefahren. Und dann komme ich ganz schnell an. Bitte warte 20 Minuten. Irgendwann hat einer mal geschrieben, warte 30 Minuten oder so. Ja. So, ich glaube, wir können starten. Ihr seid alle ready, ne? Irgendwie. Ja, bin abgehoben. Ich gucke mal eben auf YouTube. Ja, ich mache was zu essen, dann spiele ich mit. Ja, Lukas, wie lange dauert das Essen machen? Nein, wir können da nicht drauf warten. Wir starten jetzt mit 23 Leuten. Wir spielen ganze Karte. So. Ich meine, das ärgert mich. Oh, ich kann ja gar nicht starten. 3, 2, 1. Magie. Easy. Bitte? Was mit Like-Ziel? Ich muss irgendwie V-Bucks. Ich kann nicht mehr liken. Ja. Auf keinen von meinen drei Accounts. Da musst du warten. Da musst du jetzt 10 Minuten warten und dann kannst du wieder liken. Wie viele Likes haben wir denn jetzt? Hast du da was geschafft oder nicht? Ja, 6.000. Oh, da ist Milan aber besser, ne? Deswegen hat Milan auch nicht viele Liken, Master. Wir nennen dich ab sofort, du kriegst die Rolle auf Discord, kleiner Like-Noob.
Hä, wenn ich nicht leiten kann, ich leite die ganze Zeit durch. Ja, alles gut. Alles gut. Helft doch Tobi, mach doch mal bitte ein paar Likes rein. Tobi kriegt jeweils V-Bucks für 10, 20, 30, 40.000 Likes. Haut doch mal alle Likes rein. Dann seht ihr auch so eine Animation, so ein Auto, was da durchs Bild einmal durchfährt. Das ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Dafür müsst ihr 250 Likes reinmachen. Du, dann musst du die Leute dazu animieren, im Chat so ein bisschen. Und nicht mit allem mal liken, sondern du musst Folgendes machen. Du musst eingeben, Ausrufezeichen No Coins. Da seht ihr, wie viel Coins ihr habt. Und wenn wir das Boxfight-Turnier machen und ihr seid nicht gequalt fürs Finale, da wird mehrere Qualifizierungsrunden geben, dann gibt es ein Finale geben, dann könnt ihr euch ein Ticket eventuell kaufen mit Coins im Chat. Die Punkte im Chat, die bekommt ihr, wenn ihr den Stream teilt. Haben eben welche gemacht. Vielen Dank fürs Stream teilen, Dark Knight und Mr. Hartmann. Und gibt Coins für den Chat. Jede Minute Watchtime gibt einen Coin. Stream teilen gibt einen Coin. Und damit könnt ihr zum Beispiel um Glücksrad gehen, macht ihr Ausrufezeichen Spin. Kriegt ihr auch Coins. Und diese Coins, die könnt ihr dann einsetzen, zum Beispiel, um euch Tickets zu kaufen für Turniere, wo ihr sonst nicht im Finale zum Beispiel dabei wärt. Und bei diesem Boxfight-Turnier wird das so sein. Da passen ja 16 Leute auf die Map und ich werde safe nicht 15 Runden Boxfight spielen, bis wir da 15 Leute haben, die gequalt sind. Es quallen sich so vielleicht 8 bis 10 Leute und dann gibt es 2, 3 Leute, die kriegen eine Wildcard. Also das heißt, da sage ich einfach, sie dürfen mitmachen, weil sie hier so viel gegönnt haben oder so. Und dann können sich auch noch ein paar Leute vielleicht mit No Coins auf YouTube oder mit No Coins auf TikTok ein Ticket kaufen fürs Finale, ohne dass sie gequalt sind. Also die Coins machen durchaus eine Bedeutung. Neulich hatten wir auch ein 1 vs 1 Turnier und alle die da genügend Coins hatten, ich glaube 250 Coins musste man haben, die durften dann antreten und die anderen mussten warten. Hallo? Bitte, was möchtest du? Ja, mein Mate redet nicht. Ja, ist natürlich schlecht. Ach so, was denn? Was ist denn? Komm her, Fresser. Ist das Nicolina oder was? Ja. Ja. Höre ich sie jetzt hier aus dem Call oder höre ich sie von dir aus Ingame? Call. Achso, ich dachte, ich hatte schon Angst. Stell dir mal vor, du wärst mit irgendeinem anderen zusammengekommen und er hätte jetzt erstmal die M-Bombe gedroppt oder so. Oh mein Gott. Nee, ich gehe nicht mehr in Aufhören bei dir, die machen mir alle Angst. Oh, ehrlich? Ja, die sind alle immer so fies. Alle immer? Ja, außer dieser eine Typ, der war nett. Ja, du hast doch erst 2 oder 3 Mal Aufhören gemacht, oder nicht? Nee, 5 Mal. Und die waren alle fies? Ich bin nett. Ja, außer dieser eine. Also, oh, Tobi bin ich einmal noch mit Tobi. Ja, und nett. Tobi war auch schlimm, ne? Nein. Ja, natürlich. Hä? Ich glaube, Nicolina flunkert ein wenig. Macht echt viel Spaß. Mit Tobi war korrekt. Alle nur gegen mich. Kübel hat mit dem Feuer gespielt. Ach, Kacke. Macht man nicht. Kübel, du musst doch Vorbild sein. Piki Toki, grüß dich. Talentsgrüße von OVA. Ja, dann müsstest du uns da verlinken, Logan. Schreib mich mal auf Discord an, die Möglichkeit besteht. Ich kann einen Biggie mitnennen noch. Dann müsstest du uns den Titel mit reinsetzen, @nodis_gaming. Wir sind ja auf Twitch auch und wenn du sowas machen würdest und wenn du mich so wie du es gerade machst, mich vorher fragst, dann sage ich eigentlich nie nein. Ja? Zwischendurch mal Werbung vielleicht für uns machen, so ein bisschen. Ne, wenn die Leute fragen hier, dann ruhig mal sagen. Wird so ein bisschen chillen. Ich muss da chill gucken. Hm? Ich muss kurz da chill gucken. Logan, kleinen Moment bitte, Logan. Ich guck ganz kurz. Das sind so generelle Regelungen. Du kannst ja mal sagen, was du davon nicht erfüllst oder so. Ja. Wichtig wäre mir halt, ich weiß ja nicht, kannst ja mal schreiben, wie viele Zuschauer du da hast oder so, dass du mich da im Stream-Titel veraddest. Da steht da. Ja. Ich habe eine Banane. Guck mal, da steht jetzt, ihr macht in euren Streams Werbung für unseren TikTok-Kanal oder YouTube-Kanal. In dem Fall, wenn du auf Twitch streamst, wäre das halt für unseren Twitch-Kanal halt. Dass du das hin und wieder mal sagst, hier, das Turnier wird gesponsert von ODC oder ODC richtet es aus. Und dass du da, ne, du bist ja auch von uns Mod auf TikTok, dass du uns dann den Titel wenigstens reinbastelst irgendwie.
Wenn du keinen eigenen Creator-Code hast, kannst du auch gerne unseren Creator-Code ein bisschen bewerben von der Sache her. Ich kann mal gucken, ob ich das bei diesem anderen Turnier finde. Info-Streamer, warte mal. Hier ist ein Bild zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du sowas da einbasteln kannst. Hier ist ein Bild vom CC. Und dann gebe ich dir jetzt hier ein paar Vorlagen für das laufende Turnier. Vielleicht kannst du da irgendwas in dein OBS oder so mit reinbasteln. Komm mit, lass dann dahinter gehen. Wohin? Oh, ich verkleid! Und ein Link zu deinem Kanal wäre auch nicht schlecht, dass ich mir das in der Wiederholung mal angucken kann oder so. Ich weiß nicht, werden Wiederholungen bei dir gespeichert? Bist du Affiliate auf Twitch oder nicht? Ich hab ihr das. Ja, ich würde an deiner Stelle vielleicht das Creator-Code-Ding einfügen, wenn du kein CC hast. Das wäre natürlich super. Das würde ich natürlich toll finden, wenn du was machen würdest. Weil das stört dich ja auch nicht, weil du hast ja keinen eigenen CC wahrscheinlich. Und unten so ein Bild würde ich einfach benutzen, kannst du als Thumbnail, kannst du zum Beispiel das oben, das links benutzen. Du weißt, du kannst da auch Thumbnails bei Twitch reinmachen, ne? Das könnte ein Thumbnail sein. Und wenn die Leute kommen und fragen, was es zu gewinnen gibt, dann würde ich halt das untere im OBS einmal da anmachen zum Beispiel. Dann hast du auch nicht so viel zu reden. Und wenn die Leute fragen, wie das sein kann, dass du das dir so leisten kannst oder irgendwas, dann kannst du sagen, ja, das ist nicht von dir das Turnier, du streamst es halt nur und hast auch die Erlaubnis, das zu streamen und das ist halt von ODC, der Dude hat auf YouTube 9000 Follower und macht das gerade auf YouTube und auf TikTok oder so. Da wissen die Leute auch Bescheid, dass es viel ist. Und danke, dass du mich vorher fragst, weil wenn Leute vorher nicht fragen, dann werde ich muckelig, aber so erlaube ich dir das offiziell quasi. Was meine Erlaubnis, das zu streamen. Schreibe ich dir jetzt auf, damit du später keine Abmahnung bekommen kannst. So, wenn dann durch dich auch 3, 4, 5 Leute, ich weiß ja nicht, wie viele Zuschauer du da hast, aber wenn du sagst, du hast gerade angefangen, da werden nicht ganz so viele Leute sein, aber wenn da 3, 4 Leute durch dich da reinkommen und mitmachen, wäre schon cool. Dann werden wir hier mehr. Morgen wird Shaders wahrscheinlich auch noch streamen. Dann haben wir hier morgen 40, 50, 60 Leute wahrscheinlich. Dann werde ich das Boxfight-Turnier auf nächste Woche lieber verlegen. Ja? Und dann machen wir das hier morgen lieber weiter dann. Macht mehr Sinn dann. Ich kann immer noch nicht liken, ne? Oh mein Gott. Bis 9 Stunden? Oh mein Gott, dann wohnt dein Opa am anderen Ende der Republik oder wie? 9 Stunden fährst? Mit Zug oder mit dem Auto? Das ist lang. Das macht einen kaputt, selbst wenn man selbst nicht fahren muss. Ich habe das auch immer gehasst, von Bremen aus nach München zu fahren oder da irgendwo hin. Du bist Stunden mit dem Auto unterwegs. 6 bis 8 Stunden ganz easy, das ist nervig. Ja, ist auch zu lange. Ja, du hast auf jeden Fall Stau. Weißt du, bei so einer langen Strecke kommst du nicht drum rum, dass du mal irgendwo nicht im Stau stehst. Wenn du wenigstens die ganze Zeit fahren kannst, dann kommst du einigermaßen gut durch irgendwie, aber so ist das schwierig. Wie heißt denn der Kato in-game? Kato. Das ist es nicht der. Weil da stand gerade OVAT Kato. Ja. Das ist irgendwie so ein Loser. Oh, Tobi, bitte. Ja, Tobi, jetzt hast du heute dein Limit erreicht mit Leute beleidigen, ne? Das haben wir jetzt heute durch. Ja, locker bleiben. Auch im Chat locker bleiben, du bist ein Mod. Dann einfach lieber nichts schreiben. Ja, dann geh ich raus aus Call, dann kann ich dir. Ja, aber. Muss doch nicht irgendwelche Leute beleidigen, das ist doch egal. Ja, ich meine, du wolltest doch eigentlich Solo spielen, jetzt bist du mit Nicolina zusammen im Team, oder wie? Ja. Nicolina? Ja, was denn? Muss der sagen. Nee, ich überlege gerade, wie ich es formuliere. Ich war gestern und vorgestern mit Tobi im Call und, ich will Tobi jetzt nicht so reinreiten eigentlich, ne? Aber er hat mir erzählt, dass er Gefühle für dich entwickelt hat, Nicolina. Also jetzt kracht's wirklich. Wo kracht es denn?
Tobi, ich finde, du bist doch schon ein bisschen älter, du kannst doch zu deinen Gefühlen mal stehen. Die Nicolina ist doch bestimmt eine ganz liebe. Sie ist ja bei uns Mod irgendwie, vom Alter her passt das doch auch irgendwie. Es ist nur ein bisschen weit gegangen. Er ist so weit gegangen, dass er schon darüber geredet hat, wie er die Kinder nennen soll. Später mal. Bro, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, ich fand es ein bisschen... Hat er wenigstens gute Namen? Ging so. Also er wollte, wenn das ein Mädchen wird, dann wollte er Emily. Und wenn das ein Junge wird, Knösi. Dann habe ich gesagt, Knösi, was ist das denn für ein Name? Mädchenname Emily ist ja noch okay. Emily ist ein schöner Name. Aber als Jungenvorname Knösi, ich weiß nicht, was Tobi geritten hat. Ehrlich nicht. Ich glaube, das war Flachs von ihm. Ich weiß es nicht genau. So, aber jetzt, wo du mit Tobi in der Runde bist, Nicolina, würde ich dich auch bitten, dass du mit Tobi dann auch lieb bist. Trampel nicht auf seinen Gefühlen rum. Ne? Das macht ihn kaputt und am Ende heult er sich wieder in den Schlaf wie die letzten Tage. Geil. Ja. Tobi, habe ich dich jetzt ein bisschen exposed, ne? Ja, sowas kann passieren, wenn du hier Leute beleidigst. Ja, da wird mit aller Härte zurückgeschlagen. So. Da werden hier Sachen erzählt, die du mir im Vertrauen erzählt hast. Na und? Ich heiße nicht Dani, darf irgendwelche online bei bestellen. Hallo. Dani besucht die Leute ja auch, ne? Ja, er fährt da ja hin überall. Ja, der ist weird. Der ist nicht weird, Dani ist in Ordnung. Der ist manchmal so komisch, aber du bist auch komisch. Wir sind alle manchmal ein bisschen komisch. Dani vielleicht ein bisschen häufiger als alle anderen. Ich weiß nicht. Nein, komm, Dani hat ein gutes Herz eigentlich. Das darf man nicht vergessen. Ja, Dani ist... Digga, ich hasse meine Mates, die ich bekomme. Marc. Kannst ja sonst mal mit Nicolina eine Runde zusammenspielen. Nicolina hat auch kein Mate. Aber eins sage ich dir, wenn du mit Nicolina die Runde spielst, dann... Dann gewinnt er? Nee, ja. Dann aber nicht mit Nicolina flirten, weil Tobi ist da schon dran. Digga! Ey, dieses Digga, ey, wirklich, ey. Geh mir weg mit dem Digga, ich bin nicht dick, hör auf damit. Ja, wenn mir nicht so sicher, so wie du redest schon. So wie ich rede, bin ich dick, ehrlich? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, Tobi erkennt an der Sprache von jemand, ob jemand dick ist oder nicht. Ist ja unglaublich. Ey, meine Güte. Was ist mit dir? Ich weiß es nicht, erklärst du. Erkommen! Was macht Nicolina? Veralbert die dich? Nein, die läuft die ganze Zeit weg! Die läuft die ganze Zeit weg? Ja, ich bin bei Zone. Genau. Gibt es eigentlich Facecam hier? Ja, Lukas, aber nur wenn du nicht da bist. Wave Arjen, grüß dich. Genau. So, Leute werden getötet. Hä? Ja, ich hab dich gerade umgebracht. Nee, schon gar nicht. Ja, dann spielt doch noch eine Runde zusammen, ihr beiden. Dann könnt ihr euch besser kennenlernen. Digga. Digga! Digga! Oh mein Gott, ey. Ich geb dir gleich Digga, ehrlich. Man sollte Leute bannen, die das sagen. Ja, hey, richtig. Nein, das ist fast so schlimm wie, Nicolina, weißt Bescheid, ne? Fun Facts. Nur noch schlimmer als Fun Fact ist, aufpassen, lustiger Fun Fact. Das ist noch schlimmer. Was ist denn mit Firo los? Er steht da einfach rum, hat ein Disconnect gehabt, oder was? Er steht da einfach. Ich meine, Fun Fact heißt das schon, lustiger Fakt oder lustige Fakten oder lustige Daten oder wie auch immer. Ja, aber wenn man dann das so zusätzlich sagt, lustiger Fun Fact, das heißt dann also im Prinzip übersetzt, lustige Fakten. Okay, stark. Ja, und vor allem die Sachen, die einem da erzählt werden. Wenn einer ankommt, müsst ihr aufpassen. Ne? Wenn einer ankommt, in-game oder wo auch immer und sagt, hey, aufpassen, hier, lustiger Fun Fact, in dem Moment müsst ihr den Dude muten einfach, weil das ist safe nicht lustig. Das ist nur weird, ist das. Das ist nur unlustig.
Alles Bananen. Das letzte Mal bei mir im Call hat einer gesagt, ich will den Namen nicht nennen, Zomat, Tim, hat gesagt, ey, Killbot, lustiger Funfact. Und ich so, ja, wenn's denn sein muss, dann hau raus. Und er dann so, ja, kennst du den Fußballspieler Felix N. Mecher? Und ich so, ja, ich kenne ihn, der spielt bei Dortmund früher Wolfsburg und der ist kacke, der Spieler. Und er so, ja, der ist in Göttingen geboren. Und ich wohne in Göttingen, sagt er. Ich so, ja, super, wo ist der Bus? Und ich dann so, weißt du, Zomat, in China ist gerade ein Sack Reis umgefallen, easy. Es ist genauso uninteressant wie sowas. Interessiert echt kein Mensch. Wenn man sagen würde, man wohnt in einem kleinen Dorf mit 100 Leuten und Toni Kroos ist da geboren worden, okay, das wäre noch irgendwie vielleicht interessant, aber auch einfach, weil es Toni Kroos ist und weil es ein kleines Dorf da vielleicht ist, aber wenn man in einer großen Stadt geboren ist und da ist zufällig irgendwie, was soll das? Was ist daran lustig und was ist daran ein Funfact, bitte sehr? Und wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert, frage ich mich. Bei Dani zu Hause. Bei Luca zu Hause. Hat einen Platten. Ja, aber es ist wirklich so, wenn Leute sagen, lustiger Funfact, da muss man aufpassen. In dem Moment muss man schnell muten, weil lustig ist da nichts. Und die Funfacts sind meistens sehr lame. War? Nicht wahr, Nicolina? Lass mich nicht so Nicolina war auch mal so eine Funfact-Tante, ne? Ist ja so. Ja. Hm? Echt? Soll sie mitfahren? Ich denke ja, oder nicht? Hast du doch neulich gespoilert. Ja, wow. Aua, und Auto. Ich hab einen lustigen Funfact, und zwar Tobi stirbt jetzt. Hat er sich hochgebaut und du baust ihn ab, oder was? Ja, kommen. Ja, die Fest geht gerade richtig weg. Oh mein Gott, Malta, was da passiert? Malta wollte dich abseilen und hat losgelassen. Egal, Malta, einfach mal loslassen, passt schon. Er hat. Oh mein Gott, aber er wird gerettet hier. War das mit Absicht, das fallen lassen? Vielleicht sogar? Nee, ne? Nee, das war nicht mit Absicht, glaube ich nicht. Macht ja keinen Sinn. Obwohl, wenn er unter 30 HP hatte, könnte das abseilen natürlich. Aber er hat sich ja geseilt am Anfang. So, ich gehe mal von den beiden V-Lords weg. Oha, übertreibt doch. Ich würde ja gerne zu Tobi und Nicolina gehen, die machen nur Unsinn die ganze Zeit, glaube ich, oder? Ich glaube, die überfahren sich gegenseitig mit dem Auto, solche Sachen. Wir tanzen. Spielt Nicolina wenigstens diesen komischen pinkfarbenen Vogel? Nein. Diesen Mädchenskin? Ja. Oh, ich habe mit Nicolina neulich gespielt, mein Gott. Alter Schwede. Eieiei. Dann fingen sie an, immer, sie hätte schlechtes Internet. Das Movement war, sie ist gegen Türen gegengelaufen, ohne die zu öffnen. Und oh mein Gott. Das war schlimm, war das. Ey, Nicolina, mit Skin-Contest wird ein bisschen schwieriger mit dir, ne? Weil eigentlich wäre das am besten, wir würden so lange warten, bis du einen PC oder so hast. Aber das kann noch ein bisschen dauern, weil ich will ja nicht, ich will ja Stream-Snipen bei dem Skin-Contest dann. Und ich muss ja dann mit dir in der Lobby sein. Und damit die Leute sehen, was du siehst und wie die Leute bewertest, muss ich ja neben dir stehen eigentlich. Verstehst du, was ich meine? Die Frage ist, kannst du PlayStation Fortnite auf Discord streamen? Nee, ne? Oder? Nein. Du weißt, was ich meine, ne? Ich brauche eine Übertragung von dir eigentlich, wo ich reinschalten kann, damit ich das im Stream zeigen kann, damit ich selber Stream snipen kann. Weil wenn ich nicht Stream snipe, dann wird Dani das machen, hat er gesagt. Ach so. Ja, ich glaube, ich habe hier schon ein paar Kandidaten. Tobi, Dani, dich. Ja, ich glaube, es sind mehr Stream Sniper da als Mitspieler. Das wird bitter. Ja, nee, ich bleib hier. Ja, ich kann nicht Stream snipen, leider, weil ich muss ja neben ihr stehen, weil die Leute wollen ihre Skins bewertet haben und sie muss ja sagen, ja, hier, das Backlink passt ganz gut zum Skin, du bist weiter und nein, mach mal ein Sway-Motiv und nein, deine Story ist nicht gut, hast keine Angel dabei gehabt und solche Sachen halt, ne? Also, ich krieg wahrscheinlich, also vielleicht so Anfang, also Juni, Juli, sowas. Ja, wir können da noch ein bisschen warten oder wir machen einmal, dass ich dann halt bei der Lobby stehen muss, dann kann ich nicht Stream snipen. Oder ich versuche auf dem Laptop den Mac. Nee, aber auf dem Account kann ich mich kaum bewegen, das ist schwierig. Dann könnte ich mit dem Laptop-Account eigentlich Stream snipen dann. Ich könnte mich selber Stream snipen. Das stimmt. Ich könnte mit dem einen Account, meinen Main-Account, Stream snipen. Das wär's doch, oder? Ich müsste den Namen auf dem anderen Account mal ändern. Dass ich dann auch nur Killbot DC 1 heiße oder so, und dann werde ich von mir selbst getötet. Das wäre es so. So, es haben zwei Leute gewonnen bzw. verloren. Oh mein Gott! So, das ist jetzt der zweite Win für. Warte, Avanco habe ich einmal eingetragen. Ich muss noch von den anderen beiden eintragen. Ein Win. Das ist.
Malta, der ein Problem hatte da beim Abseilen, meine ich. Kann der Malta ja mal reinschreiben, was da schiefgelaufen ist? Ob das Absicht war? Ich habe nicht richtig zugeguckt. Vielleicht war es ja auch Absicht. Und der andere hat den Kampf gewonnen und er verlor und hat gedacht, okay, ich fall mal runter, dann habe ich wieder 30 HP. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war nicht Absicht, aber... So, GG. So, klar könnt ihr mitspielen, aber nicht bei mir in der Lobby, weil ich selber nicht spiele. So. Gerne mal ein Like da lassen auf YouTube. Oh, ich muss zurück zur Lobby. Ich bin mit dem Account auch nicht zurück. So, gerne mal ein Like da lassen auf YouTube und macht uns doch mal eben die 10.000 Likes voll auf TikTok. Komm, Leute, muss ich wirklich so Sachen sagen, wie nächste Runde startet erst bei 10.000 Likes und solche Sachen? Das fühle ich ja eigentlich nicht so. Aber wir müssen mal die Likes voll kriegen, weil 6.000 Likes ist... Es geht nicht, Leute. Normal haben wir 20, 30, 40.000 Likes. Das ist zu wenig. Wenn ihr da 250 Likes reinbuddert, dann kommt da so eine Animation auch im Bild. Das wäre ganz cool, die mal wieder zu sehen. So, ich starte mal die Queue. Kleinen Moment bitte. Queue ist gestartet. Ihr müsst nicht auf mich warten. So, wir brauchen 10.000 Likes. Hallo. Alle mal bitte liken. Tanjiro, komm, liken Sie bitte. Sie haben auch bei Ubate geliked. Ja. Der hat niemanden die Kohle ausgezahlt bis jetzt, ne? Und er hat neulich wieder einen Stream angemacht. Irgendwie der Stani da hingegangen und hat gesagt, hier Bro, moin. Und er hat sofort Stream ausgemacht. So. Spielt ihr beide jetzt zusammen oder wie ist das? Ja, wir kommen jetzt. Ihr müsst euch mal adden. Wir haben uns schon geaddet. Ja. Du, ich habe auch schon Laura und Bronki, da hatte ich auch meine Finger mit im Spiel. Und seitdem gibt es Mika, ne? Ja. Ich kann auch andere Leute hier zusammenführen, gar kein Problem. Nee. Eigentlich wollte mich der, wie hieß er denn noch? Hier, der früher mal da war, der Pokémon, wollte mich zu seiner Hochzeit einladen. Aber der ist irgendwie ausgewandert nach Portugal und seitdem habe ich nie wieder was von dem gehört. Tobi, hast du mal was? Bitte? Einmal. Ja, der ist einmal im Chat irgendwie aufgetaucht, hat einen komplett wilden Namen, EJ95873 oder so, meinte er, wäre Pokémon. Und es war einmal vor einem Jahr oder so, ganz kurz war der da und dann war er wieder verschwunden. Vielleicht hat er da kein Internet oder so, kann auch sein, ne? Oder? Gibt es sowas? Gespielt. Ich habe mit dem Soft Crack von den Ones gemacht, das hat so Spaß. Schade, gemacht. Dass der einfach so, ja, und der war gar nicht so schlecht, ne? Also er hat immer so auf schlecht gemacht, aber er war gar nicht so schlecht, war ja auch schon ein bisschen älter. Schade, ja, dass der das so aufgeplatzt ist. Vielleicht kommt, wenn der mal wieder auftauchen würde, würde ich mich echt freuen, wenn es der richtige ist. Ich auch. Der streamt gerade und stummt jeden, der reinschreibt Zahl aus, sowas. Oh mein Gott. Thank you. Was haben wir so. Ja, ich kenne iCrimex, tatsächlich. Ich bin aber noch Modarbeit hier. Code ist NODC. Ich habe keine Lust mehr. Da wurde irgendwas weggelöscht. Und da sind diese Sachen weg. Du kannst das auch stehen lassen da, ist doch nicht schlimm. So, aber ihr müsst mich nicht fragen, ob ich irgendwelche anderen Leute kenne da. Hier ist ein ODC, hier ist kein iCrimex. So. Ich bin extra runtergesprungen, dachte, ist nicht so tief. Ja, aber du hast dich ja auch irgendwie abgeseilt, ne? Du warst da so mit der Wand. Und die Bodenplatte hat irgendwie gefehlt. Ist ja komplett einmal durchgerutscht nach unten. Trägst du eben Bau durchlesen vielleicht die Gewinne ein? Ja, das könnte ich mal eben machen. Friesi FN, wie ist der Code? Bist du der gleiche Friesi? Friesi, erstmal ein Follow da lassen bitte auf TikTok. Lass mal alle Follows da. Wir haben das Follow-Ziel noch nicht erreicht. Und wir haben das TikTok, das Like-Ziel auch noch nicht erreicht. Danke, Tanjiro. Guck mal, das kann man jetzt schlicht sehen. Tanjiro, du müsstest du nochmal eben. Guck mal, da sieht man das Auto. Easy. Da fährt so ein Auto durchs Bild. So, ich trage eben die Sieger auf Dings ein, auf Discord ein. So. Und zwar unter... Wo ist denn das? 2500 V-Bucks Turnier Ranking. Das nächste Turnier ist bereits vorbereitet und ausgearbeitet. Ist ein 15€ Boxfight-Turnier. Bei dem Boxfight-Turnier wird es zu gewinnen geben. 10€ Paysafe, 500 V-Bucks, 200 V-Bucks. Also drei Sieger sozusagen. Ein Hauptpreis 10€ Paysafe und einmal 500, einmal 200 V-Bucks. Das werden wir aber dann wohl erst nächste Woche machen, weil wir dann dieses hier von heute morgen weiterspielen. Weil ich möchte nachher noch auf Valorant und League eigentlich zocken. So, jetzt wollte ich beim Ranking Leute eintragen. So, der Avoncore hat mittlerweile 2 Wins, noch ein dritter Win von ihm und er hat 500 V-Bucks. 3 Wins, 500 V-Bucks. Ganz easy ist das. Ist nicht besonders schwer dieses Mal, die Regeln. So, ein Win hat der Saints... Und ein Win hat
Tommy, nee, du hast keinen Win, weil du wieder schlecht warst. Wie heißt der Tommy auf Discord? Jetzt geht's los. Ich hab mich vorhin angeschrieben. Felix123 ist er, glaube ich. Ich meine, er ist das. AKA Tommy. Du bist doch Felix123, ne? Oder? So, und ein Win hat Malta. Ad Malta. Wie nicht verettet, was ist das? Alter. Da. Er ist. Er müsste das sein. Malta FN. Schreibe ich nochmal hinter. Malta FN. So. Okay. Ich habe die Wins eingetragen. 2 Wins hat Avancor. 1 Win Saints. 1 Win der Tommy. Und 1 Win der Malta. So. 3 Wins. 500 V-Bucks. Okay. Easy. Ich zeige es nochmal eben hier auf TikTok. Vergesst das mit dem Start. 20.15 Uhr. Ne? 22 Uhr gewesen. 3 Wins. 500 V-Bucks. Easy. Leute. So, okay, wir schieben das hier mal wieder nach oben. So, wir bräuchten noch ein paar Follows. Haut mal ein paar Follows raus, liebe Leute, die noch nicht gefolgt haben. Wir erhöhen das Like-Ziel auf 15.000 einfach. Zack, dann haben wir ein bisschen Ruhe. So, und wir gucken, wie viele Leute wir sind. Seid ihr alle ready? Ich guck mal eben, wie viele Minuten. 5 Minuten, 24 Leute. Alle ready? Können wir starten? Ja. Wir können starten, glaube ich, ne? Alle ready? Ich habe jetzt einfach mal gedrückt, ohne zu gucken, ob alle ready sind. Ich hoffe doch. Ja, nee. Wie, ja, nee? War Spaß. Ich hoffe, es sind alle richtig jetzt gewesen. So. Ich gehe davon aus. So, alle Wins eingetragen. Avanko hat 2 Wins. Ihm fehlt noch ein Win, hat er 500 V-Bucks. Cap ist bei 1000 V-Bucks. Das heißt, 3 Siege, 500 V-Bucks. 6 Siege, 1000 V-Bucks. Und danach spielt ihr Just for Fun mit oder ihr spielt Roblox. Das ist eure Entscheidung dann. Ja, wisst ihr selbst. Hier wird nicht mehr Roblox. Bitte was? Spielst du mit mir Roblox? Nein. Wie ich dir. Nein, Nicolina, wir spielen, wir machen den Skin-Contest-Scheiß, den machen wir. Und ich distanziere mich ausdrücklich von Skin-Contest und ich rufe alle dazu auf, fleißig bei unserem Skin-Contest mit Nicolina, Skin-Contest with Love, zu Stream-Snipen, easy! Es werden mehr Stream-Sniper da sein, als echte Leute da sind, das wird ein Spaß, die Kinder werden heulen. Oh, so viele Stream-Sniper, bockt ja gar nicht, selbst der Streamer streamt halt selber, gar kein Bock, Dislike, De-Abo ist da. Ja, und? Wen juckt's? Ich komme mit Ani als Beschützer. Als Beschützer. Das heißt Beschützer und nicht Beschützer, ja? Er ist also Beschützer. Ja. Das wird ein Knaller werden, Skin Contest. Ich distanziere mich ausdrücklich davon. I hate Skin Contest. Ich denke, das ist hier ein Shooter. Ich denke nicht, dass man das Skin Contest machen muss. Aber wir werden das machen und ich sage euch auch warum. Ja, für die Abos auf YouTube, für die Follower auf TikTok, ja, werden wir mal so einen dreckigen Skin-Contest machen. Und ich werde wahrscheinlich sogar in der Lobby stehen. Ich werde euch nicht begrüßen, ich werde nicht mit euch sprechen. Es wird alles Nicolina machen. Ich werde nur die Runde starten und Faxen schieben ohne Ende. Ich bin der, der auf der Brücke steht mit Granaten in der Hand, müsst ihr aufpassen. Ich bin der, der neben euch steht beim Skin-Contest und euch mit der Spitzhacke einen rüberzieht. Der bin ich, genau. Nein, ich muss da ja stehen eigentlich mit dir, ne? Solange du keinen PC hast, muss ich da mit dir stehen. Damit wir das dann im Bild sehen, wenn du da begutachtest gerade. Ich kann gar nicht so viel Faxen schieben, nur so ganz bisschen. OVA-T Kato ist tot. Wenn das mal der echte Kato ist, dann fresse ich einen Besen. Ja, OVA. Amilo, grüß dich. Nodi Series, hallo. Kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Ich bin nicht sicher, ob ich... Bist du der Fußballboy? Ist es der Fußballboy, aber der hieß doch anders. Der hat sich umbenannt vom Fußball... Ich kenn den. Bitte? Ich kenn den. Ist das der Fußballboy oder wer ist das? Das weiß ich gar nicht, aber ich kenne seinen Reese. Bitte? Ich kenne dieses Reese da von ihm. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Fußballboy ist. Es könnte sein, dass das der Fußballboy ist. Ich hieß, glaube ich, mal Fußballboy irgendwas. Ah, ich bin mir unsicher. Darf man nicht Webcam benutzen? Kann er ja mal reinschreiben. Grüß dich, gerne Like da lassen. Ob er das war? Ja, genau, guck, er ist das. Er ist das locker. Du hattest mal, weil du hattest da Pech in der Familie, irgendwie da waren schlechte Sachen in der Familie passiert und dann hast du bei so einer Gameshow mitgemacht und hast da, glaube ich, 10 Euro gewonnen oder 1000 V-Bucks oder irgendwas, meine ich mal.
Ja, was ein Zufall. Er hat sich einen Skin, glaube ich, auszahlen lassen oder sowas. Ich glaube, ein Fußballskin. Nein, das weiß ich nicht mehr. Da geht's jetzt zu weit. Aber ich meine, da war irgendwas. Und da habe ich ihn gefragt, willst du 10 Euro oder willst du V-Bags? Und dann hat er, glaube ich, gesagt V-Bags. Das waren, glaube ich, 1500 V-Bags, die ich ihm angeboten hatte. Für 10 Euro würde er sowieso nur 1000 V-Bags bekommen und hätte 1,01 Euro über. Früher waren es vielleicht 8 Euro, ich weiß es nicht. Ist ja gestiegen mit den V-Bags. Ich glaube, er hätte 8 Euro bezahlen müssen. Und hätte 1000 V-Bucks gehabt. Ich habe ihm 1500 angeboten und dann hat er sich da für 1200 V-Bucks einen Skin ausfallen lassen. Aber dann hat er, glaube ich, unseren Discord verlassen oder irgendwas. Irgendwas ist danach gewesen. Da war ich dann auch muckelig oder so. Bist du auf dem Discord bei uns noch drauf oder bist du da runter? Irgendwas ist da bei dir schiefgelaufen damals, meine ich. Brauchst nicht unsicher sein. Nee, ich bin nicht unsicher mehr. Jetzt bin ich mir... Aber ich dachte zuerst, du würdest Re-C, also mit Y. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das mit Y war oder ohne Y. So, darf man überall landen, Amilo? Ja, darf man. Und grüß dich. Und gerne Like da lassen. Gerne mal liken, dass wir da ein paar Likes zusammen bekommen, weil 8 Likes oder 9 oder so, das ist ein bisschen sehr wenig, wisst ihr selbst. Wenn wir da wenigstens am Ende so auf 15 bis 20 Likes kommen würden, Samsung-Werbung. Die Werbung, die wir auf YouTube haben, die letzten Tage und Wochen, die ist super. Wir haben nur erstklassige Werbung. Wirklich super Anbieter. Gestern habe ich selbst angemacht, einmal um den Stream nochmal was nachzugucken, aber Werbung von Disney war da. Disney macht im Moment Werbung dafür, ihren Streamingdienst, so von wegen, die Botschaft ist, wir machen ja nicht nur Cartoons und Comics da, wir machen auch andere Sachen, auch unter Erwachsenenunterhaltung, also untenrum anscheinend. Ne? So no, ja, 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 ja. Aber Discord-Account gebannt, der wurde von Discord gebannt oder was ist da passiert? Oder hast du da irgendwie Sachen gepostet, wurde der von Discord gebannt oder was ist da los gewesen? Irgendwas war da. Gehackt. Wer hat da irgendwas reingemacht, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ich glaube der Account war gehackt oder so vielleicht. Es sind ja viele Accounts gehackt. Ja, und dann kam, hat er irgendwelche Links halt wieder gepostet und danach gebannt. War der immer noch gehackt und hat dann wieder Sachen gepostet oder was? Ja, ich kann mich ganz grob nur daran erinnern, das ist, wie gesagt, das ist schon fast ein Jahr her, glaube ich, oder so. Hast du jetzt einen neuen Discord-Account oder so, dann komm doch mit dem neuen Discord-Account da wieder rauf. Ich muss halt, Leute, die Bots sind auch so eingestellt, der eine Bot versteht überhaupt keinen Spaß, der Good Night Bot, also guter Ritterbot. Da reicht es schon aus, wenn man zwei Sachen, also zwei Links irgendwo hin postet, der kickt die Leute, er bannt ihn nicht, er kickt die Leute, er löscht die Sachen und er kickt die Leute weg. Ich habe auch schon mit den Entwicklern geschrieben, dass ich das gut finde, dass er die Sachen alle weglöschen kann, das funktioniert super, aber dass er die Leute alle der Reihe nach kickt, dass jeden Tag zwei, drei Leute von unserem Discord gekickt werden, das passt mir nicht so, muss ich sagen. Discord-Link findet ihr in der Bio oder Ausrufezeichen Discord auf YouTube. Ja, für den Tanz ist immer Zeit, wa? Ich kam da nicht mehr rauf und dann im Stream meintet ihr fürs Sticker und dann wurde gebannt und dann auch von Discord. Ja, du, dein Account hat da komische Sachen gepostet. Thank you. Nein, wir haben dich nicht gemeldet. Wir melden da eigentlich nie Großleute oder so. Wir haben dich nicht gemeldet. Ich habe dich safe nicht gemeldet. Warum sollte ich dich melden? Die Links werden automatisch vom Bot-Programm gelöscht und dann waren da vielleicht irgendwelche komischen Sticker, kann ich mich nicht erinnern. Also gemeldet tun wir dich nicht. Nee. Du hast deinen Account ja hacken lassen einfach. Ich meine, dafür kannst du schon was selber dafür irgendwie, wenn ein Account gehackt ist. Ich meine, der Account war gehackt oder so. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Und dann werden die Accounts halt automatisch vom Discord von unserem Bot-Programm da entfernt. Da machen wir gar nicht. Die werden automatisch gekickt. Im Moment lassen sich ganz viele ihre Accounts hacken mit Steam, 50 Euro, Giveaway, 50 Dollar, Giveaway oder 50 Dollar, wenn man irgendwo raufklickt. Wer glaubt da schon, dass da jemand 50 Dollar für Steam verschenkt? Aber glauben genug Leute. Und irgendwelche Pornoseiten natürlich, ne? Irgendwelche Teen-Leaks und was weiß ich. Und dann posten die das bei uns überall auf dem Discord hin. Man sieht es nicht, es wird sofort alles von dem Bot-Programm gelöscht und die Leute werden dann gekickt einfach. Automatisch vom Bot. Und letztes Jahr hat noch das der Dino-Bot gemacht. Der Dino-Bot hat, meine ich, sogar gebannt oder so. Und dann, wenn die Leute natürlich sagen, oder wenn du dann gesagt hast, ja, passiert nicht mehr, du hast deinen Account wieder zurück und Passwort ausgetauscht. Das hatten wir neulich bei so einem Nico, der hat auch gesagt, ja, alles wieder gut, sein Account ist sein Account wieder und Passwort getauscht. Und einen Tag später hat er wieder den ganzen Discord mit irgendwas vollgepostet. Hat zwar keiner gesehen, aber ich hab's gesehen. Ich hab das gesehen, hab gesagt, Junge, das ist immer noch nicht dein Account. Ich kick den jetzt hier runter, das ist mir zu blöd.
Ja, dann müsstest du da wieder raufjoinen einfach. Aber es waren halt Sachen, Fußballboy oder Mr. Ries, die hast du zu verantworten und nicht wir. Wir haben nichts falsch gemacht. Und wenn man seinen Account sich hacken lässt, dann hat man selber irgendeinen Fehler gemacht. Das ist so. Habe ich neulich auch mit Sneaky lange diskutiert. Man hat irgendwo gedrückt, wo man hätte nicht drücken sollen. Das ist ja so. So, wenn ihr wollt, dass ich eure FA annehme, dann solltet ihr uns auch folgen, weil bis jetzt sehe ich da nicht so viele Follows irgendwie. So, Mr. Felisch, FNABC und OVAT, der allerechte Kato. Erst PlayStation Network, ich empfehle mal die PlayStation Network Leute erstmal, dann sehe ich, wer da noch überbleibt. So, ja. Das ist PlayStation. PlayStation. Erstmal die ganzen PlayStation-Leute hier entfernen. Die sind mit mir alle schon mal Freunde. Ich brauche die nicht doppelt haben hier. So, und die Leute, die hier von mir angenommen werden wollen in-game, die sollten unseren unseren TikTok oder unseren YouTube-Kanal, wo wir gerade streamen, gerne ein Follow da lassen, kostenlos. Dann nehme ich die auch an. Sonst nicht. Sonst platzen die hier alle auf. Ich habe keine Ahnung, wer ich ist. Ich weiß, dass der aus dem PlayStation Network ist. So. Kein Follow, keine Annahme. Er folgt mir? Wo? Wo folgt er mir denn, Logan? Auf Twitch oder auf was? Wer ist denn Mark? Er ist das. Er folgt mir. Der Marc war der Marc, der vorhin hier auch im Chat unterwegs war und ich bin mir ganz sicher, dass der uns auch folgt. Und der ist auch ganz freundlich, der Dude. Da sagen andere Streamer, das wäre so toxisch auf TikTok. Weiß ich nicht, finde ich überhaupt nicht. Finde ich gar nicht, muss ich sagen. Und ganz viele, viele liebe, nette Leute hier. Ich habe jetzt schon einige TikTok-Streams ja gemacht, bestimmt schon 50 Stück oder so. Ich glaube, ich wurde einmal beleidigt in 50 Streams oder so. Das ist sowas von untoxisch hier auf TikTok. Ich weiß nicht, warum die anderen Streamer da alle rumheulen. YouTube ist viel schlimmer. Twitch ist auch nicht schlimm. Gut, Twitch haben wir auch hart eingestellt, ne? Sie müssen 10 Minuten folgen, der Account muss verifiziert sein und was weiß ich alles. Aber TikTok ist überhaupt nichts Schlimmes. Alles gut. Alles nette Leute. Ja, dann ist das Konto bei deaktivierten Konten wahrscheinlich. Wenn Accounts bei uns auf dem Discord, das kennst du doch die Regel, nicht mehr auf dem Discord drauf sind, alle 2-3 Monate gehe ich die Nodice V-Bucks Bank durch, wo alle ihre Konten haben und die dann nicht auf dem Discord mehr drauf sind, die Konten deaktivieren wir dann. Das heißt aber nicht, dass die V-Bucks weg sind. Die sind nur in einem anderen Kanal aufgelistet, weil sonst wird das da einfach zu viel und zu unübersichtlich. Und wenn die Leute wieder raufkommen, kann man auch die Konten wieder aktivieren. Aber es ist eine Bank, es kostet eine Gebühr in V-Bucks natürlich, weil es eine V-Bucks-Bank ist. Ist ein Bankensystem. Ja. Und dann müsst ihr alle mal ein bisschen vorsichtig mit euren Discord-Accounts umgehen, weil einige, es ist ja Wahnsinn, wie viele da gehackt werden. Auch ältere, ne? Ich sag nur Marcel auch, zack, Discord-Account weg. Dann hat er ihn aber irgendwie wieder zurückerobert. Hier, wie heißt diese Pickaxe? Die kenne ich doch auch. Diese Einsicht oder wie heißt sie? Ich habe die schon mal gesehen. Da waren Leute ganz scharf drauf. Die musste ich auch schon verschenken. Einsicht? Heißt die Einsicht? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Kennst du die Spitzhacke von ihm? Nee, also ja, kenn ich auch. Wie heißt. So, ich schalte mal eben rum. Ich müsste auch mal eben auf Toilette gehen. Was kann ich am letzten machen eigentlich? So, Amilo und Your Lobby Ticket. Allsicht! Ja, ich war fast Einsicht, hab gedacht, wegen ein Auge Einsicht, Allsicht heißt sie. Ja, ich war nah dran. Dafür, dass ich mich nicht so richtig auskenne mit den ganzen Sachen. Ich kenne eine ganze Menge, ich sag immer, ich kenne mich nicht aus, aber... Ich habe in den letzten... Oh mein Gott, hier wird gekämpft. Da bleiben wir mal dran. Bobby? Hä? Wozu ist dieses Item hier? Das da? Es gibt Damage, Gegner.
Das neue? Meinst du dieses Eisding? Ja. Das heißt irgendwie Water. Ja, das ist von Avatar. Das schießt so ein Eis- oder Wasserpfeil irgendwie. Aber ist nicht so geil, finde ich. Das wird stärker gemacht, dann geben wir. Ja, hoffentlich, weil das war zu low. Die sollen auch den Blitz härter machen. Den Blitz müssen die stärker machen. Ich finde, der Blitz sollte 2000 Damage machen. Ja, genau. Ja, finde ich schon. Ey, ich meine, es ist der Blitz von Zeus, Tobi. Ja? Vom Göttervater Zeus der Blitz. Und der kann doch nicht sein, dass der ein 40er Hit macht. Was ist das denn? Ja. Da fühlt Zeus. Zeus würde sich im Grabe umdrehen. Jetzt mal ganz ohne Flachs. Der fühlt sich doch verarscht, der Zeus, von sowas. Also. Ja, okay. Dann würde ich dich heulen sehen, wenn du in Rangland so einen Teil stirbst. Wie lange bist du noch live? Kann ich dir nicht sagen. Bestimmt noch einen Moment, Marc. Also, wir machen auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Runden. Hast du markiert? Wir haben es 23:47, also 1, 2 Runden machen wir also auf jeden Fall noch. Wenn noch genug Leute da sind. Wenn gleich nur noch 5, 6 Leute da sind, dann nicht. Aber auf YouTube, ich guck mal, auf TikTok sind wir jetzt hier 10, haben wir hier 10 Zuschauer. Auf YouTube 12, sind 22. Ich denke, da ist noch eine Runde drin. Vielleicht noch eine. Kommt halt drauf an. Ich bin noch gut drauf, ich wurde nicht geärgert. Was hinterher? Ich denke, da geht noch was. Oh Gott, ja, nur ohne Base. Marc, du musst dir mal ein Mate suchen. Hast du keine Freunde oder was los bei dir? Weil wir machen hier hauptsächlich tatsächlich Duo-Turniere. Ich sag, zu 80% ist das hier alles Duo. Ja, wir machen zwar auch mal so ein Solo-Box-Fight, aber meistens ist. Du, für Team sind wir zu wenig. Trio funktioniert in Custom Games oft nicht, deswegen versuche ich das gar nicht erst mit Trio. Das ist Käse. Solo wird zu viel geteamt. Das bockt nicht so. Das können wir mal wieder irgendwann versuchen, aber wirst du merken. Dann kommen auf einmal drei Leute auf dich zu und springen in deine Box, dann sagst du auch, scheiße, Mann. Rocket Racing Turnier liegt auch an. Ich hab mal aufgeschrieben, was als nächstes so ein bisschen anliegt. Ich habe das hier auf dem Schreibtisch irgendwo liegen. Also ich habe so Discord, so einen Server, der nennt sich Schreibtisch. Da schreibe ich mir die ganzen Sachen auf, alle. Da kommt ein Medaillon. Skin Contest, da steht Skin Contest mit Nicolina, Valorant Turnier, Boxfight Turnier. Boxfight Turnier kann ich schon löschen, das kommt da jetzt, habe ich schon vorbereitet. Irgendwann muss der Skin Contest kommen. Ich kann mir auch mal aufschreiben, Solo Turnier. Wir können das mal testen. Also früher ist das voll in die Hose gegangen. Dann machen wir aber nur ein kleines Solo-Turnier. Ich möchte da nicht so ein fettes Turnier machen mit 20, 30, 40, 50 Euro. Und dann wird da geteamt und dann muss ich alles prüfen. Das ist mir zu blöd. Dann machen wir ein ganz kleines Turnier draus, wo man sowas gewinnen kann, aber nicht die Welt. Ne? Nur so ein Land gewinnen kann quasi. Solo-Turnier. Ich schreibe hinter ein kleines. Das könnte man eigentlich ähnlich machen wie das hier. Dass man sagt, okay, man braucht ein paar Wins und dann bekommt man V-Bucks oder sowas. Weil wenn wir da mit Echtgeld anfangen, mit Paysafe-Karten und PayPal, dann kommen krasse Spieler an, die wirklich gut sind und die teamen dann untereinander. Das ist eklig. Die callen sich alles. Und du kannst das Team den Leuten noch nicht mal beweisen richtig. Die sitzen im Call zusammen und dann sagt der eine dem anderen, wenn er tot ist, oh, ich hab den voll low gemacht, der ist da hinterm Berg, geht da schnell hin und dann kommt der Kollege da an und haut ihn mal eben um und hat dann die goldene Pump von dem oder so. Schwierig. Ich sag dir das. Na, Lia, grüß dich. Ich bin müde, Lea, ich bin immer müde. Wie geht's dir denn? Mir geht's soweit ganz gut und vielen Dank für ein... Jetzt muss ich wieder raten. Ist das ein flammendes Herz? Ein Flammenherz? Ein Teamherz? Ich weiß es nicht. Es ist ein Teamherz, natürlich ein Teamherz. Wie konnte ich das vergessen, dass das ein Teamherz ist? So, und ich muss mal eben das Laufband klein machen, ne? Man sieht ja kaum was hier. So. Darf man Scharfschützengewehr, Tyler? Ja, heute darf man alle. Alle Waffen darf man usen. Alle Waffen erlaubt. Jetzt, wo Lea da ist, fällt mir ein, dass ich Sneaky noch anschreiben muss wegen dem Discord-Server. Wir basteln da für Lea gerade einen Discord-Server. Und Sneaky ist dieses Wochenende in Hamburg. Der sollte eigentlich aber heute wieder da sein, meinte er irgendwie. Und ich wollte den eigentlich am Dienstag, dass der Dienstag fertig ist, war so Ziel. Ein paar Sachen fehlen da noch. Ich werde dich auf jeden Fall am Montag wahrscheinlich abends anschreiben, noch wegen ein paar Fragen und so. Wir können danach ja auch noch verbessern und updaten und so. Es ist wichtig, dass erstmal so das Grundgerüst steht von der Sache her.
Bro, du bist nicht ernsthaft reingesteppt jetzt gerade, oder? Oh mein Gott. Vielen Dank für den Follow, BA. Die Bots sind schwierig teilweise einzurichten. Das dauert. Tyler, vielen Dank für den Follow. So, das müsste nur noch JZTone oder Tone auch ein Follow da lassen. Dann hätten wir 3 in a row. Es gibt keine Follow-Streak, schade. Vielen Dank für die Follows und vielen Dank für die ganzen Herzen und was war das? Fistbump und Controller und was ihr alles da gelassen habt. Wahnsinn. Ich hoffe, Tanjiro hat noch einen Controller zu Hause. Nicht, dass er seinen letzten Controller hier gesponsert hat. Das wäre ja bitter. So, ich würde eigentlich gerne mal auf Toilette gehen. Das meinte dann in der nächsten Queue. Tobi, lebt ihr noch? Nee, was habt ihr gemacht? Nicolina hat euch wieder verraten, ne? Oder? Hat sie die verkauft? Sie ist in den Busch kommend reingesetzt und sind in welche Buschen gegangen. Sie ist in einen Busch reingelaufen, oder was? In meinen Busch ist sie reingelaufen, wo ich drin getötet habe, weil ich kurz was trinken wollte. Und dann sind halt die Gegner angekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist egal. So wirst du verkauft. Ja. Ich will jetzt erstmal weg. Ich will eventuell nochmal dazu. Boah, ich wollte auch viel Spaß machen. Nicht gut, du, Mate. Hast du eine Maus eigentlich jetzt, Nicolina? Ich habe heute keine gekriegt. Wieso? Wo wohnst du, dass du keine Maus kriegst an einem Samstag? Ich bin in ein, zwei Läden gegangen, aber die hatten keine. Und da hatten die keine Maus? Nee. Ja, dann musst du auch in einen Laden gehen, wo es Mäuse gibt. Sowas wie, weiß ich nicht, Karstadt oder vielleicht ein Computerladen, wo die Computerzubehör verkaufen. Nur so ich glaube, Karstadt haben wir hier nicht in der Nähe. Ja, oder so halt so ein großes Geschäft. So ein Real zum Beispiel oder so ein Kaufland, die haben sowas. Wir auch nicht. Ihr habt kein Real, kein Kaufland? Nee. Komet nee. Oder so? Irgend so einen großen Markt, wo die auch Fahrräder verkaufen und so. Da musst du hin. Hatten wir mal, wo die eine Spielzeugabteilung haben, die haben dann auch immer so eine kleine Computerabteilung und wo die Headsets verkaufen und Musik-CDs und sowas habt ihr nicht. Ja, da musst du schemal musst du dich mit dem Moped irgendwo hinfahren. Mit jemandem habe ich keinen Kontakt mehr. Wieso? Wegen seiner Freundin. Oha! Er hat eine Freundin und die magst du nicht? Nee, sie mag, also... Lange Geschichte und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, ihn nicht mehr zu schreiben, weil die nur Stress gemacht hat. Ja, die hat Angst, dass sie die Jamal und dich dann wieder verliert, ne? Irgendwie. Ja, nee, da war es ja. Also, ich hatte davor schon ein bisschen Streit mit dem, aber wegen ihr ist es dann. Also, wir hatten wegen ihr dann zwar keinen Streit mehr, aber dann hatten wir halt keinen Kontakt mehr. Ja, ist vielleicht besser so, wenn das dann ein bisschen ruht erstmal, bis sich das dann wieder normalisiert hat. Ja, denke ich auch. Tut uns beiden wahrscheinlich gut. Ja, dann brauchst du jemand anders, der dich... Aber Tobi kann dich ja mit dem Moped abholen, dann fahrt ihr in ein Geschäft, wo man Mäuse kaufen kann. Tobi wohnt auch nicht so weit von dir weg, nur gefühlt 500 Kilometer. Ja, der wohnt von Bayern, das ist gar nicht so weit weg. Das ist 3 Stunden mit Regionalbahn. Siehst du, Tobi? Es sind nur 3 Stunden mit der Regionalbahn. Da kannst du... Guck mal, sie hat dich schon informiert, wie lange sie braucht, um zu dir hinzufahren. Merkst du selbst, Tobi? Ja, ich bin öfters in Bayern. Ja, dann musst du auch mal Tobi besuchen. Dann wird's ja Zeit. Ja. Ja. Guck, Tobi freut sich schon. Ja. Sabber. Ja, Tobi. Ja, ist bodenlos wieder hier. Gut, dann gute Nacht, Nicolina, oder bis später, Peter, ne? Ja. So, Your Lobby Ticket hat gewonnen und Amilo. Stark. Amilo 7 und Your Lobby Ticket. Ich schreibe mir das kurz auf. Okay, die haben noch gar nicht gewonnen. Erste Mal, glaube ich. GG. So, haben wir auch einen Punkt jetzt. Avancor hat 2 Punkte und die anderen haben alle einen Punkt von der Sache. Vielen Dank für den Follow, Tave oder Tave. Vielen lieben Dank. So, ich habe vergessen, mit dem Customer Account zurückzugehen. Wir müssen einen kleinen Moment warten, erst im Ladebildschirm. So, ich mache aber schon mal hier das Ding hier groß. Ihr müsst einen ganz kleinen Moment warten. Nee, ich kriege das hier nicht hin. Da, jetzt. So. Ich bin auch weg. Bitte, du bist auch weg? Ich glaube schon, ja, ich habe keine Lust mehr. Komm, eine geht noch. Ja, ich habe keine Lust mehr. Eine geht noch. Mach schön auffüllen, dann lernst du irgendjemanden kennen, dann kannst du mir nachher erzählen, ob der in Ordnung war. Nee, danke. Bitte.
Bitte. Doch. Wie weit sind wir denn mit den Likes? Oh mein Gott, du bist kein guter Like-Master, Tobi. Ja, liken geht nicht irgendwie. Ich bekomme keine Likes bei denen. Also ich like die ganze Zeit, aber... Ja, du musst da eine Pause machen. Irgendwann geht's nicht mehr. Ja, ich wechsle eh schon immer alle 10 Minuten und 15 Minuten Account. Ich hab so, extra 2 Likes gemacht. Q ist gestartet, ihr müsst nicht auf mich warten. Q läuft bereits. Oh, ich hab keinen Code drin. Unlucky. Was hast du? Ich hab Code draus gemacht. Unlucky. Unlucky, dann machen sie wieder rein. Komm, eine geht noch. Dann lass ich die auch laufen. Dann spiele ich auch nachher mit dir Valorant. Tja, ich will jetzt fertig spielen, weil ich bin heute nicht so lange online. Ich habe morgen viel Training. Ja, komm, eine geht noch. Thank you. Eine spiele ich auch noch mit. Siehst du, eine spielst du noch bestimmt mit. So. Ja. Yeah. 3 Punkte für 500 V-Bucks. Hier, ich zeig's gerne nochmal hier kurz. Drei Wins sind 500 V-Bucks. Avancor hat 2 Wins, Saints hat 1, Malta hat 1, Tommy hat 1, Amilo hat 1 und Your Lobby Ticket Bot oder Your Lobby Ticket hat auch 1. Von Amilo und Your Lobby Ticket muss ich die Wins noch eintragen, das habe ich noch nicht getan. Wie heißt ihr denn auf dem Discord? Seid ihr auf dem Discord drauf bei uns? Weil ich verlinke die Leute da dann immer. Ein Win at Amilo, ist der da drauf zufällig? Doch, da ist ein Amilo drauf, das bist du doch bestimmt. So, ein Win at Your Lobby, der wird nicht safe nicht so heißen. Ich schreibe da hin, Your Lobby Ticket. Keine Ahnung, wie der auf Discord heißt, der Bre. So, habt ihr den erstmal so hingeschrieben. So, streiche euch vom Zettel weg. Ich schreibe das immer erst auf den Zettel auf und dann später auf dem Discord. Aber ich bin auf Discord auf dem aktuellen Stand. Avancor hat 2 Wins geholt. Dem fehlt noch ein Win für 500 V-Bucks. Cap ist bei 1000 V-Bucks. Das heißt, maximal 1000 V-Bucks kann man als Einzelperson quasi gewinnen. Der Saints hat 1. Der Tommy 1. Das ist der Felix 123, glaube ich. Dann der Malta hat 1. Das ist der Malta FN. Der Amilo ist der Amilo 7. Und Your Lobby Ticket weiß ich nicht, wie auf Discord heißt. So. Wie heißt denn dein Mate auf Discord? Das wäre wichtig. So, Custom Key ist NODC, Mr. Navy oder Navi. Gerne ein Follow da lassen auf TikTok und gerne ein Like auf YouTube. Dann Giro sendete. Oh mein Gott! Ist das nochmal so eine Klopapierrolle? Ich glaube, das ist nochmal eine Klopapierrolle. Oder nicht? Ich gucke da jetzt mal hin. Irgendwas habe ich. Wieso wird mir das im Bot-Programm nicht angezeigt? Hat er da nochmal so einen Controller rausgehauen? Vielen Dank, es sieht fast so aus. Also aus der Entfernung betrachtet ist es eine Klopapierrolle, aber wenn man hingucken, wenn man draufklickt, dann wird ein Super Nintendo, das ist echt ein Super Nintendo Controller, auch von den Farben her passt das, bis auf dieser grüne Kreis da links. Der passt nicht, aber rechts die Tasten haben genau die Farben, meine ich, vom Super Nintendo. Das ist ein Super Nintendo Controller. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Bin wieder raus, bis dann, Lea. Ja, wir werden das Boxfight-Turnier verschieben auf nächste Woche Dienstag oder Mittwoch und wir werden dieses Turnier morgen weitermachen. Ich denke, so 16 Uhr geht das morgen weiter. Und wir spielen das so lange, bis die 2.500 V-Bucks ausgespielt sind. Zur Not sind es halt 3.000 V-Bucks. Wenn da jetzt gleichzeitig Leute einen dritten Win holen, kann ja passieren. Da muss da nichts geteilt werden, dann machen wir einfach 3.000 V-Bucks. Ne? Müssen wir mal gucken. Nee, ich will schon früher. Ich werde heute auch jetzt nicht mehr so lange heute hier machen auf TikTok. Und da hast du ja schon mitbekommen, da will ich mit Tobi noch vielleicht auf Twitch sogar einen kurzen Stream machen, Valorant 1-2 Runden machen. Und eigentlich wollte ich mit Milan League, aber Milan ist betrunken wahrscheinlich, weil er auf so einer Grillfeier ist. Da brauche ich keinen League mit ihm dann machen wahrscheinlich. Und Nicolina hat noch keine Maus. Dann können wir mit ihr auch noch keinen League machen. Und dann werde ich heute gar nicht so lange machen. Dass ich mal früh, ich muss meinen Tagesrhythmus wiederfinden. Mein Tagesrhythmus ist komplett im Eimer. Oh, auf Twitch kommt gerade ein Follow rein. Irgendeiner folgt uns gerade auf Twitch. Da heißen wir auch nur DC Gaming. Vielen Dank für den Follow auf jeden Fall. Ich habe es in der Musik gehört. Obwohl das Programm eigentlich so eingeschaltet ist, dass es nur, wenn ich streame, da kommen sollte. Aber ich guck mal eben, wer uns verfolgt. Es ist der Logan, ist das. Vielen Dank, Logan. Vielen Dank. Und das ist Clap bei Felix, folgt uns das auch gerade. Vielen Dank für die Follows. Clap bei Felix und Mr. Logan.
Das ist cool. Wir bekommen Follower auf Twitch, ohne dass wir streamen. Das gefällt mir. Und jetzt kann ich auch mal zu Logan eben hingehen. Jetzt sehe ich da seinen Namen. Dass ich da... Nee, ich sehe seinen Namen nicht, weil da genau was drüber ist. Ah, das ist ja blöd. Tobi, kannst du den Namen von Logan da erkennen? Wo? Ah, warte, ich kann den vielleicht irgendwie kopieren. Weil da ist drüber, genau drüber dieses Anpinnen. Nachricht der Nachricht anpinnen und antworten und so ist da. So, man schreibt sich mit 3 N locker. So, er schreibt sich mit 3 N. So. Jetzt benimm dich bitte, jetzt benimm dich bitte. Jetzt benimm dich bitte. Benimm dich. Benimm dich, Junge. Sonst brennt die, Luft. So. So, bekomme ich will Mod. Bekomme ich Mod? Wo ist Mod? Ich bin beste Mod ever. Du könntest starten, 19 Leute. Ja, du gehst mal. Obwohl, Runde ist ja bis 20. Du kannst doch nicht starten. Bin Universums Mod. Bin Köftespieß Mod. Sagt man das so? Ich versuche eure Sprache zu sprechen. Okay, kurz. Like und Follow da lassen. So. Es sollte kurz heißen. Oh, ich bin Mod geworden. So easy ist das. Seht ihr? Like und Follow da lassen. So, ich muss ihm auch folgen. Guck mal, ich folge ihm noch gar nicht. Jetzt mach ich's so. Zack, gemacht. Liken geht nicht auf TikTok, auf Twitch. So. Bis dann erstmal. Ich hab hier noch Werbung. Und benehmt euch, Dudes. So. Oh, das haben wir wirklich reingebastelt. Okay, stark. Stark. So. Ist er wieder raus? Kann ich starten jetzt? Wie viele Leute sind wir? Kann ich starten? Wir sind 19, aber wir warten schon fast 7 Minuten nach meiner Uhr. Die Runde zählt, würde ich sagen. Ja, bitte starte WT Mattes Twitch. Kriegen wir ein Follow von dir, starte ich sofort. Ich bin eklig. Ich sag euch das ganz ehrlich, ich bin geil auf Follows und auf Likes und so weiter. Ja, ich bin Follow geil. Ja, richtig. So. Thank you. Bitte, bitte geschrieben, das zählt, würde ich sagen. Komm, bitte zieht bei mir. Okay, Mattes, bitte geschrieben, ich starte. Ich habe gar keinen Startbutton und trotzdem startet es, Wahnsinn. So, Runde zählt, auch wenn wir nur 19 sind. Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Das passt schon. So, und Mattes hat bitte geschrieben und ich stehe auf sowas wie bitte und danke. Ja, ich weiß, das ist bei euch nicht mehr üblich. Aber in meiner Generation, da ist das noch, da zieht das noch. So. Sonora, bitte hier nicht Accounts traden, wenn das möglich ist. Und wenn, dann bitte ein Follow vorher da lassen. So. Milom, warte. Sorry, Milom. Ich hab's einen Tick zu spät gelesen. Er heißt... Ich muss auf YouTube kurz gucken. Okay, danke, bin Discord. Er heißt Your Lobby Ticket, aber ist nicht im Discord. Ja, dann soll er da bitte mal raufjoinen. Das wäre cool, Amilo. Dann kannst du ihm das ja auch zeigen mit der Nodice V-Bucks Bank. Wir haben noch so ein Bankensystem. Hier Ausrufezeichen Discord einmal auf YouTube. Ihr findet den Discord-Link in der Bio. Könnt ihr gerne raufjoinen. So, Runde zählt, auch wenn wir nicht 20 Leute sind. Egal, wir haben 7 Minuten fast gewartet. Reicht. Und wenn das hier gechillt ist und so, und jetzt ist es gerade mit euch gechillt, dann müssen wir da auch nicht immer die Regeln so 100% einhalten. So, Tobi, wo landest du? Bahnhof. Och ja, welcher Bahnhof jetzt, bitte? Da, wo du dachtest, dass es Streamzeit ist, da, wo der Zug jetzt ist, bei dem Bahnhof. Wo was? Wo der Zug jetzt ist. Ah. Ja, die landen da wirklich jede Runde, ne? Nee, jetzt nicht, weil keiner dabei ist. Ja, aber die sind jetzt gerade nicht dabei, glaube ich. Die spielen gerade nicht mit. Ja, hab ich ja gedacht, weil die gerade nicht dabei sind. Aber die sind da schon jede Runde gelandet, auch am nächsten Tag und so. Die waren andauernd da bei dem Bahnhof, ja. Ja, Tobi, dann 1 vs 1, ne? Ich sehe dich da. Bist du das da unten? Wahrscheinlich kann ich noch nicht mal landen und schieben. Ne, das ist ein Bot. Aber so wie er so sich bewegt, sein Movement, hättest du auch sein können. Stehst da nicht auf dem Dach, oder? Doch. Doch. Tobi, was machen wir jetzt, wenn ich dich töte aus Versehen? Was machen wir dann? Dann egal, ich will ja, dass du mitspielst. Ich will ja selber gar nicht mitspielen. Ich will auf Toilette die ganze Zeit. Das heißt, du darfst mich hier töten, Tobi. Ich erlaube es dir. Ich sterbe an den Bots hier.
Aua! Aua! Wo bist du denn, Tobi? Ei! Alter, wie schäme ich? Die Bots schießen mich low und dann tötest du mich. Ich hoffe, die töten dich jetzt auch. Ja! Ja, die... ja, komm! Komm! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bitte, bitte die... Oh Mann! Oh, es war so knapp. So, ich schalte um, dann sehen die dich nicht. Alles gut. Doch, ich schalte um, bevor da jemand kommt und in Holz wieder Streams schneiden. Danke nochmal für so ein Teamherz, Sanjiro, falls ich mich dafür nicht bedankt habe. Vielen Dank dafür. Und Milum, sorry nochmal. Aber wir wollen auch nicht immer so lange warten. Wir haben extrem lange Wartezeiten gehabt und heute sind die Leute immer recht schnell dabei. Das heißt, heute konnte man auch schon mal bei 4-5 Minuten starten. Ich bastel mal eben das auf Discord um. Also wir machen dieses Turnier morgen weiter. Und das Boxfight-Turnier, was ich eigentlich morgen machen wollte, das verlegen wir auf Dienstag. Richtig, damit... Ja, das muss Dienstag gemacht werden. Dienstag, das machen wir wahrscheinlich sogar zwei Tage. Dienstag, Mittwoch, weil das ist ja dann wieder unter der Woche. Morgen hätte man das von 16 bis 21 Uhr machen können. Das wären 5 Stunden gewesen. Dann wären wir easy mit fertig gewesen. Und wenn wir es in der Woche machen, dann müssen wir das über zwei Tage machen. Einen Tag nur Quali-Runden. Das ist der... Welche ist das? Der 9. ist das? Ändere ich das schon mal um. Bitte? Kann ich irgendwo falsch sterben? Am 9. Warte, ich muss es kurz mal start. Circa 17 Uhr. Früher geht nicht. So, ich bastel das Boxfight-Turnier mal um. Das Boxfight ist ein Solo-Turnier. Okay, Boxfight Map habe ich da auch hingepostet, die kann man sich also schon angucken. Was war auf der Map noch nicht, da war irgendeine Sache, die war nicht gut. Ach, man konnte nicht laufen, glaube ich, ne? Man konnte alles auf der Map, man konnte klettern, die Waffen waren okay, mit den Mats, das war okay. Wir hatten da lange gesucht nach einer ordentlichen Boxfight Map. Das Einzige, was man nicht konnte, war laufen, aber laufen ist im Boxfight auch nicht so wichtig, weil da ist ja sowieso alles vollgebaut. So... Ja, so lassen wir das. Das passt. Und dann werde ich jetzt dieses Turnier bei Info noch ändern. Nicht nur heute, sondern heute und morgen. So. So, morgen wollen wir es viel früher starten. Ich würde gerne um 16 Uhr starten. Dann kriegen wir auch viele, viele Follower dazu. Wenn wir so spät starten, dann wird das nichts. Da hat der Avancor, der das neulich bemängelt hat, hat schon recht. Er meinte, ob wir nicht ein bisschen früher da mal machen können. Ja, will ich auch. Ist auch das Ziel. So, will ich heute auch nicht so lang machen. Und wenn wir morgen dann von 16 bis 21 Uhr machen, dann hat man morgen noch 5 Stunden Zeit da. Das müsste reichen eigentlich. Müsste eigentlich reichen. Geht ja auch nicht um die Welt jetzt. So, Copy. Ich muss sagen, mal der Bot ändert es nicht. Nickname ändern. Weißt du, wer gestern raufgejoint ist auf dem Server? Gestern Nacht um 4 Uhr oder 5 Uhr. Sag. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Metin. Ja, ich weiß schon. Das ist einer aus von den Dulli-Clan-Leuten, war das einer. Also der war mal im Dulli-Clan, den haben die da vom Server gebannt. Und, bitte?
Nein, mit Pio da, wo wir abgezockt haben, ist in der Noble Cup. Wer länger überlebt, das so, oder? Ja, mag sein. Jedenfalls, der war noch nie gut im Fortnite. Damit fängt es schon mal an. Ja, ja. Er hat weniger PR-Punkte als ich, der ist einfach nicht gut. Und der hat dann gestern auch gestreamt irgendwie, da meinte Dani, guck mal, wer das streamt, hat er mir gezeigt, damit er kurz hingegangen, hat auch eine Rose reingemacht oder irgendwas. Nee, keine Rose, ein GG oder ein TikTok-Zeichen war es, glaube ich. Hat er aber irgendwie nicht mitbekommen. Hat es dann aber anscheinend später mitbekommen, da war ich dann nicht mehr im Chat drin, kam dann auf den Discord und ist dann in den Move-Channel gegangen und wollte mit uns da reden. Dann hatte ich aber keinen Bock, ihn zu moven, ihm die Rolle zu geben. Ne? Warum? Der verlässt ja immer wieder Discord, macht ja gar keinen Sinn. Also sind wir zu ihm rübergegangen, haben dann mit ihm geredet irgendwie und dann, da kam in einer Tour nur dummes Zeug. Ja, er hat seit einem Jahr kein Duo-Mate. Ja, warum wohl? Wenn man so spielt wie er, dann ist es schwer, Mate zu finden. Und dann hat er uns da erzählt, ja, irgendwas mit dem Dulli-Clan-Leuten, Beleidigung hin und her, bla 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 bla. Alles total uninteressantes, unwichtiges Zeug einfach, ne? Und dann kam das Geilste und an der Stelle bin ich auch aus dem Call rausgegangen. Dann hat er erzählt, er ist in einem Clan da irgendwo Mitglied und die bezahlen ihn dafür, dass er Cup spielt. Und da habe ich gesagt, hör auf, mir jetzt hier um 4 Uhr morgens einen Unsinn zu erzählen. Du spielst so Banane, du hast noch nie Earnings geholt, du hast PR-Punkte unter 50 oder so. Dich zahlt niemand dafür, dass du für irgendeinen klaren Cup spielst. Warum sollten die das? Du playst ja noch nicht mal. Totaler Unsinn. Ich habe gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, mir so einen Unsinn anzuhören. Red mal mit Dani weiter. Bin dann aus dem Call raus und habe das Boxfight-Turnier und das andere Turnier von heute zu Ende gebastelt, weißt du? Und dann hat er Dani dann einen Link geschickt zum Clan, die ihn angeblich bezahlen würden. Auf dem Server sind 13 Leute drauf, inklusive Bots. 13. Irgend so ein crazy Clan oder was weiß ich, so ein Kleinkinderkram. Und angeblich wollen die ihm jede Woche 20 Euro zahlen, haben aber bis jetzt noch nichts gezahlt. Und der Brie glaubt wirklich, dass die ihm Geld zahlen würden. Das musst du ihm überlegen. Ist auch geil, dass er bei dem Clan Tryouter ist. Als wenn der was könnte, ne? Ist Wahnsinn. Tobi, dann könntest du auch bei uns Tryouter sein oder so. Das wird aufs Gleiche bei rauskommen. Nee, spawnlos ist das, ehrlich. Und dann quakt er mich damit voll, er würde bezahlt werden. Eieiei. Irgendwelche Clans zahlen keinen Leuten was. Das ist Unsinn, ist das. Und wenn, dann müssen Leute richtig was drauf haben und das sind dann meistens Orgas, die das machen. Und mit den Orgas macht man als Spieler dann richtige Verträge. Und da schreiben dann die Eltern, wenn man noch nicht alt genug ist, oder man muss da selbst unterschreiben. Und man zahlt dann normalerweise, wenn man Earnings holt, gibt man von den Earnings dann ungefähr 30%, 25, 30% an die Orga quasi ab. Das ist aber alles mit Verträgen vorher abgemacht. Und die zahlen dann wirklich den Leuten vielleicht 30, 40, 50 Euro im Monat. Ja, aber dafür muss man richtig, richtig gut sein. So, wir haben jetzt zum Beispiel in diesen Custom Games heute, hier haben wir niemanden, der auch nur ansatzweise so weit ist. Und der Mädchen würde es noch nicht mal schaffen, hier eine Runde zu gewinnen. Noch nicht mal eine. Ist das so, ne? Ja. Würde mir der Lace zum Beispiel, viel besser als der Metin. Und selbst den Lace würde keiner bezahlen. Das soll nicht böse klingen, das ist einfach so. Das weiß er auch selbst, aber uns dann morgens um 4, 5 Uhr so einen Unsinn zu erzählen, das ist unglaublich, ist das. Oh, da wird draußen ein Auto geknackt. Ich hab's gehört. Nee, da macht nur einer Terror gerade. Ja, Junge, ey, ohne so Scheiß, ich hab den Baseballschläger liegen. Da soll jetzt aufhören damit. Da war irgendein Alarm auf jeden Fall. Ey, ohne Scheiß. Es reicht jetzt da draußen. Was ist denn das für einer? Geh mal raus und sag hallo. Nee. Ich bin verdeckt. Ich grad, ob es im Spiel ist oder ob es draußen ist. Ich glaube, das war draußen, das habe ich auch gehört. Dieses Piep da. Ausrufezeichen Get wär's gewesen. Wenn du zu wenig Coins hast, wenn du im Stream teilst, bekommst du Coins. Und wenn du 250 Likes reinmachst, bekommst du 10 Coins. Mit Ausrufezeichen No Coins siehst du, wie viel Coins du hast. Und wenn da so Münzen im Bild auftauchen, ich weiß nicht, wie viel wert so eine Münze da im Bild ist. So eine Münze bringt dann auch Coins halt. Für den Chat. Links siehst du so ein Rating. Angelo ist vorne. Sag mal, Tobi, weißt du, was diese Sachen da bedeuten? Neben Angelo steht. Ach, das ist Level oder was ist das? Ja. Guck mal, aber warum ist Milan Level 7? Da steht Level Angelo 28, Marvin 23, Savage Girl 23, Dani 20. Und bei Milan steht Level 7 gefühlt oder so, steht da. Oder was steht da bei ihm? Thank you. Bitte? Es ist Donation. Ist das Donation-Rang? Nee, das sind eigentlich Channel Points-Rang, soll das sein. Denkst du? Ja.
Okay. Lea hat auch mehr donated als Milan, meine ich. Dani hat auch mehr donated als Milan, deswegen müssten die eigentlich dann... Ich verstehe das nicht, was das bedeutet. Am Glücksrad drehen kostet 10 Münzen. Thomas Babschick ist beigetreten. Grüß dich, Mr. Babschick. Guck mal. Thomas HD. Oh, guck mal, safe. Safe spielt mit. Was schon? Der vorne gequittet ist angeblich. Der gestern mir Minuspunkte in Arena da geholt hat. Stark. Arena, ja, ich weiß schon. Ich habe auch Arena-Punkte abzubekommen. Habe noch 17.500. Ich sag immer noch Arena irgendwie. Wie heißt das jetzt? Ranked heißt das jetzt. Ja, Arena war aber auch geiler. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sag mal noch Arena, komischerweise. Sag andauernd Arena. Bei Velo weiß ich Ranked, aber in Fortnite sage ich immer noch Arena-Modus. Aber ist ja klar, was ich damit meine. Wenn ich sage Arena, meine ich Ranked. Ja, lass ein bisschen Arena rein. Na? Ich bin in Velo nur noch Platin 1. Ich bin abgestiegen, weil ich mit Kaspern gespielt habe. Ja, das war nicht gut. Ich habe selber gespielt wegen Großer Kasper. Das kommt noch dazu. Lebst du noch? Ja. Ich kämpfe in den Tresor drum, wo wir gefightet haben. Die ganze Zeit. Guter Call, Tobi. Ja. Thank you. Thank you. So, er macht auch nichts Interessantes da gerade. Oh, wir gucken Tobi Teufel zu. Boah, er sitzt jemand im Tresor, einfach alle am Campen. Uff. Sag mal, heißt Felix oder das Felix heißen? Felix? Ja, da habe ich mir auch schon oft gedacht, weil ich meine. Könnte Felix heißen, ne? Ja, Ingame, Tommy, dann. Ich finde stark das ABC hinten, finde ich stark. ja, wie so ein Grundschüler, so dritte Klasse. Aber dafür ist das FN, weißt du, das FN ist dann wieder zu jugendlich, sag ich mal. Ach, ABC. MOT. Überall, wo der Zeno hingeht, schließen die Clans. Ich weiß nicht, ob es an ihnen liegt. Er ist ein Totengräber, ne? Geil, du wirst, dass ich ein Tresor bin. Ja, natürlich, du hast es ja gerade gesagt. Ja. Ja, du hast doch was hingebaut, das sieht man ja auch von außen. Ja, ich hab da echt aufgezählt und kein Mensch will checken, dass ich da noch ein Tresor bin, vor allem weil die Zone nicht ist. Nee, bist du tot? Ja. Ja. Du hast gesehen, du hast Streamen, ja, das aber so. Es ist auch nicht mehr so das allergrößte Gebiet, Tobi. Und wenn die von da rechts von Classy gekommen sind oder sowas, dann geht das zwangsläufig bei dir vorbei. Ja, und genau. Ich würde zum Beispiel da auch reingehen, Tobi, auch wenn das aufeditiert ist, einfach so, ob da noch was Gutes drin ist, so, weißt du? Ja, ob da noch ein Ding liegt oder ein bisschen Gold, irgendwas, also ich würde sowieso, jetzt in Customs vielleicht nicht unbedingt, aber...
Ja, du Reaper. Normal guck ich tatsächlich oft in Tresore rein, wenn er irgendwas ist. Oder auch im Bunker, auch wenn die Die wunderschöne sind. Stimme im Hintergrund ist wieder da. Ist wieder da. Das Mädchen aus der Badewanne ist wieder da. Grüß dich. Also ich heiße bei Twitch Clap bei Felix Ingame Tommy 142 und auf Discord Felix 123. Ja, aber er hieß Felix. Vielleicht heißt Felix auch Felix. Thank you. Wir müssen mal die Stimme ändern. Soll ich mal gucken, ob ich die Stimme eben ändern kann? Habe ich Zeit dazu eben? Soll ich die Stimme ändern? Wenn ich das jetzt finde, warte mal, Transaktion, wo ist das? Challenge, Benutzerpunkte, da ist es nicht. Transaktion ist es auch nicht. Lass meine Bahnhofsstimme in Ruhe. Nee. Ich hab's, glaube ich, gefunden. Warte mal. Wo? Ich hab's nicht gefunden. Sub Alert. Show Make It Rain. Warte mal, wo ist das? Wo ist das? Ich will die Stimme ändern, aber ich weiß nicht mehr wo. Machen wir das bei Events? Subscribe. Das ist ja nur für den Sub dann. Sub Alert. Das ist alles okay. Wo kann ich die Stimme ändern? Wo mache ich das? Tobias, du hast soeben Level 4 erreicht, steht da. Marvin, du hast 8592 No-Coins, Level 23, bist aber Platz 3. Odyssey Slurp, die wurden 7 Coins gut geschrieben. Ich sehe hier so ein Message-Log, das ist es aber nicht, was ich suche. Ich will die Stimme von Laura ändern. Uff, wo mache ich das? Hier nicht. Da kann man eine Challenge starten, was immer das ist. Ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Oh mein Gott. Wie viel Leben noch, Tobi? Keine Ahnung. Subscriber. Lass das, die ist wunderschön. Nee, die geht noch anders. Die geht noch richtig anders so. Es gibt nur 3-4 deutsche Stimmen, der Rest ist Englisch. Aber ich... Wo mache ich das? Oh, ich hab's gefunden. Language Deutsch, German, Female. Nee, ich klinge gleich männlich. Soll ich mal Random Voice machen? Dann hast du jedes Mal eine andere Stimme. Wollen wir das mal machen? Dann hast du jedes Mal eine andere. Ich kann dir auch einen Mann geben. Oder eine Frau. English US Stormtrooper. This is a test. This is a test? Okay, hat man das gehört im Dings? Jetzt bin ich im Stimmenbruch gleich. Jetzt bin ich im Stimmenbruch gleich? Oh. This is our test. This is a test. Ja, welche willst du haben, Stinkerle? Ich kann die alle mal vorspielen. This is our test. This is a test. This is a test. This is a test. Stitch. Hör auf mit meinen Stimmenbändern zu spielen. Das ist Stitch liegt im Moment vorne. This is a test. This is a test. This is a test. Word dir auch nicht gefallen, wenn ich das bei dir match. Hä? Ich muss mal wieder auf... Ich habe es auf Englisch Nigeria geschaltet. Was ist das bitte? Nein! Man kann verschiedene Länder und ein verschiedenes Englisch da anmachen. This is a test. 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 Ich glaube, ich mache Random Voice, dann ist das lustig. Oh, hier, Japanese Female. Jisua testo. SINGENWILL1NYCHT. Was? Bitte wie? Soll ich random anmachen? Dann hören wir alle möglichen mal. Gesundheit. Was? Gesundheit? Übersetzt er das auf Japanisch? Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort. Was ist das? Ich kann auch Top-Gifter machen, das ist die auch.
Warte mal, ich mache auch Top Gift, dann mache ich auch an, das animiert. Top Allowed Users, ist das auch... Krakto Haya Gurai Kuimuchato. Kracht hier gleich im Chat, ihr merkt das schon. Das kracht hier wirklich. Willst du nicht, willst du koreanisch vielleicht? Hier, koreanischer Mann? Tisu isu teste. Ich glaube nicht. Portugiesisch? Spanisch. Espanol. This is a test. 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 Gib mir meine Bahnhoftante wieder. Soll ich random voice machen, hast du jedes Mal eine andere. Schreib noch mal was hin, mal sehen, was jetzt passiert. Ich habe jetzt gemacht, random. Hör auf mich zu ärgern. Nee, das ist lustig. Sag noch mal was, komm, Schatzilein, mach mal. Wenn du mich ärgerst, ärgere ich dich. Soll ich Random Voice anmachen? Es kommt. Und quatsch dir immer dazwischen. Aber es kommt jetzt immer der gleiche irgendwie. Es kommt German Mail anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das jetzt mal so an und gucken, ob da noch was anderes kommt. Ach, das ist ein Test. Sehe ich so männlich aus? Nee. Message Template, User Cooldown. Max Q-Length 5, Filter Letters. Ach, man kann. Das ist ein Test. Das ist ein Test. Ich kann das auch auf Deutsch dahin machen. Das ist ein Test. Ja, und jetzt gucken wir das auf Englisch. Das ist ein Test. Och, es geht aber auch. Das ist ein Test. Aber mit Random Voice funktioniert nicht so richtig, finde ich. Das will nicht so ganz. Es ist vorbei. Lace und Zeno haben die Runde gewonnen. Ich habe nicht aufgepasst. Sorry, ich war so sehr mit diesem Bot-Programm beschäftigt. Hör so auf jetzt, XD. Bitte? Lace und Zeno. Okay. Was das denn? Ich finde es lustig, dass es wechselt, oder? Ich glaube, ich lasse das mit der wechselnden Stimme an. Das ist lustig. Dann hören wir mal alle Stimmen und dann kannst du mir ja mal nach ein, zwei Tagen sagen, welche Stimme dir da am besten passt oder so. So, und die anderen beiden, die ein Abo haben auf wie heißt das, TikTok, der Zivan, der ist ja fast nie da gefühlt und Lea ist immer nur kurz dabei, die juckt das nicht. Kannst du das entscheiden im Prinzip. So, ich muss mir eben Lace und Zane oder eben aufschreiben. So, hat der Lace die ganze Zeit mitgespielt, hat er wenigstens mal einen Punkt. Mensch, Mensch, der müht sich immer so ab, der rackert sich immer ab und dann... Mama mia. Und dann verliert er da gegen mich Rocket Racing. Boah. Ein Win. Edlatze? Nee. Wie heißt der denn jetzt noch? Konrad? Nee, Erik mit K. Speedy. Speedy. Und ein Win at Safe aka Zeno. Ich muss da bei euch aka hinschreiben, damit die Leute das wissen, dass ihr das seid. Sonst fragen die, warum hat er einen Punkt? Er hat da gar keine Runde gewonnen. So, und bei Saints und Avanco ist das alles easy. So, Zwischenstand: Avanco hat 2 Wins. Die anderen haben alle einen, wenn ich jetzt vorlese. Saints, Felix, 1, 2, 3, das ist der Tommy, Malta, Malta FN, Amilo, Your Lobby Ticket, Speedy und Safe, jeweils einen Win. Ihr braucht 3 Wins für 500 V-Bucks und für heute ist das Stream vorbei. Reicht für heute. Morgen fangen wir so 16 Uhr an. Wir wollen morgen früher starten. Ich werde aber gleich noch tatsächlich einen Stream anmachen. Ich stream ja viel, wie ihr merkt.
auch wenn ich jetzt die letzten paar Tage, muss ich zugeben, habe ich wenig gestreamt, weil da hatte ich so eine Challenge laufen mit Dani, aber ich habe mich aus der Challenge, wer mehr Level in Fortnite hat, aber ich habe mich aus der Challenge rausgekauft. Ich bin Level 262 und das macht keinen Sinn, da zu grinden. Dani würde am Ende mit Level vor mir liegen wahrscheinlich, und aber bei 750 wäre Safe Place gewesen und wir hätten beide Level 750 erreicht. Ich habe dadurch so viel Zeit verschwendet, ich habe eher die Wege gemacht und XP gefarmt, wofür? Und dann konnte ich schon die letzten Tage, jetzt letzte Woche, jetzt weniger streamen, weil ich immer gegrindet habe. Es hat keinen Sinn gemacht. Ich habe Dani 20 Euro gegeben und 1500 V-Bucks. Er wollte es dann gar nicht haben. Eigentlich habe ich ihm das trotzdem gegeben und habe mich dann aus der Challenge rausgekauft, damit ich wieder regelmäßig streamen kann, damit ich wieder Turniere machen kann, weil die Zeit hat mir einfach gefehlt. Immer wenn ich ein Turnier ausgearbeitet habe, hat er eher die Wege gegrindet oder so. Und dann hatte er auf einmal 5, 6 Level Vorsprung oder so. Und wir hatten gesagt, bei Level 750 sind wir beide safe. Keiner muss dem anderen was zahlen. Ich hätte ihm 40 Euro zahlen müssen, er mir 200 Euro tatsächlich. Und ja, er ist rich, er hat sich das easy leisten können. Und aber ich habe mich rausgekauft mit 20 Euro, aufzuquacken, mit 20 Euro, mit 1500 V-Bucks, weil die Zeit ist mir zu schade. Ich konnte nichts anderes mehr spielen. Ich will mit Tobi auch mal Valorant spielen oder mit anderen von euch. Und League of Legends mit Milan, Rekju, Nicolina und mit Gentleman und DBD mit Lenchen und so weiter und nicht, solche Sachen halten, das konnte ich jetzt alles nicht mehr machen und das ist es mir dann nicht wert gewesen und dann habe ich mich jetzt aus der Challenge verabschiedet. Ich habe sie nicht verloren, ich bin dann nur rausgegangen quasi und habe ihn dann trotzdem, er hat dann am Ende gesagt, ja gut, ich brauche ihm nichts geben und sowas, war ganz, am Anfang war er muckelig, aber dann war er später, ein paar Stunden später einsichtig, war fair, hat gesagt, okay, wir beenden das lieber, bevor wir die Freundschaft dadurch kaputt machen, weil ich auch sauer war. Ich wusste nicht, dass es in RDW so viel XP gibt, dass man jeden Tag 2-3 Stunden farmen kann, XP da einfach machen kann. Das war mir alles zu viel. Und dann, weil er dann gesagt hat, okay, er lässt mich aus der Challenge raus, ohne dass ich was zahlen muss, habe ich ihm dann freiwillig 20 Euro per PayPal gegeben. Ihr seht das auch auf Discord. Wir haben es da hingepostet bei ausgezahlte Gewinne. Und 1500 V-Bucks habe ich ihm auch gegeben. Er war bei 1500 V-Bucks im Minus. Jetzt ist er da bei plus minus 0, glaube ich. Nur das zur Information. Deswegen habe ich diese Woche wenig gestreamt. Und jetzt, als wir das Ding erledigt hatten, konnte ich wieder anfangen, hier Turniere zu machen. Habe ich viel mehr Bock drauf, ehrlich gesagt. So, Lace und Zeno habe ich aufgeschrieben. Für heute reicht es dann aber auch. Vielen Dank für die ganzen Donations. Und morgen machen wir dieses Turnier. Wir machen dieses Turnier weiter. Wir machen nicht das Boxfight-Turnier. Das Boxfight-Turnier kommt dann erst Dienstag, Mittwoch. Montag ist streamfreier Tag. Und morgen stream ich von ca. 16 Uhr bis 21, 22 Uhr, bis die 2500 V-Bucks ausgespielt sind. Wenn da was übrig bleibt, zur Not müssen wir es verlosen. Keine Ahnung. Aber das kriegen wir schon hin. GG an die Leute, die heute eine Runde gewonnen haben, und da würde ich mich freuen, wenn die morgen alle wieder einschalten, und morgen fangen wir ein bisschen früher an, damit wir da auch mal mehr sind, und morgen wird das die Shay auch streamen, also morgen werden wir vollere Lobbys haben. Ich gehe aus, 40 bis 60 Leute werden dabei sein. Und vielleicht müsste ich auch mal mit Tanjiro sprechen. Der Dani, ein anderer Dani, hatte sich auch mal bei mir gemeldet irgendwie, aber der macht immer so viel Skin-Contest, dass wir mal eine volle Lobby kriegen, dann bockt das einfach viel mehr. Und wenn da mehrere Streamer sowas machen irgendwie, dann könnte man auch den Preispool eventuell erhöhen oder man wechselt sich ab, dass ich mal ein Turnier mitstreame, was der Tanjiro macht, und dann Tanjiro streamt mal meins hier mit, könnten wir mal drüber reden eigentlich. Er kann mich ja gerne mal, wenn er noch da im Chat ist, auf Discord mal anschreiben oder so. Aber ich schreibe mal seinen Namen auf, weil der ist positiv hier aufgefallen, der ist immer freundlich. Und zwei Controller heute gegiftet, sowas merke ich mir natürlich auch. So. Ja. Aus die Maus für heute, würde ich sagen. Hoffe, hat Spaß gemacht und sehen wir uns morgen wieder. Mr. Nora, ich habe dir schon gesagt, so mit Accounts traden, das ist hier im Chat nicht so angesagt, du Mädel. Das geht so nicht. Hm? So, keiner möchte Blaumütze-Account. So, spielst du noch? Nein, Seba. Morgen 16 Uhr. Ist für heute vorbei. Oh, Leute, könnt ihr bitte aufhören mit diesen Sachen? Guck mal, was ich jetzt machen muss, ich muss euch jetzt hier einmal muten eben, weil das ist mir jetzt zu blöd. Ich habe das vorhin auch schon in diesem Account Nora gesagt, dass mir das reicht. Ich mute euch jetzt einmal. So, stumm schalten. Das reicht mir. Leute, ich kann euch auch wegbannen das nächste Mal, ja? Sind die jetzt nur für dieses Live-Ding da gestummt oder so generell? Ich bin neu auf TikTok, ich habe davon keine Ahnung. So, sind die jetzt für immer gestummt oder nur für heute? Weiß ich nicht. Ich mach die wieder frei, die beiden. Die können uns mal ein Follow dalassen. Dann wäre ich auch ein bisschen gnädiger. Aber hier reinkommen, irgendwelche Accounts traden wollen und nicht mal ein Follow dalassen, das fühle ich halt so überhaupt nicht. Und das nachts um 12:30. Ne? Wir machen hier Custom Games Turnier. Das passt nicht. Darf ich kurz für meinen Twitch Werbung machen? Ja, mach für deinen Twitch Werbung, komm, Logan. Mach da kurz rein. Aber schnell jetzt, komm. Der Logan hat einen Twitch-Kanal, er heißt Logan. Easy. Ich weiß nicht, wie man schreibt.
So, Twitch Log. Ich weiß es nicht, du schreibst das so komisch. Logan, irgendwie so? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie mit 3N hinten oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man es schreibt. Ist mir eben schon aufgefallen. So, ich werde gleich aber auch auf Twitch streamen. Stinkerle, vielleicht sehen wir uns da wieder. Und auch an die anderen. Wir werden da Valorant zocken. Mein Twitch-Kanal ist nodc-gaming. Dürft ihr alle kostenlos gerne folgen. Und da werde ich gleich einen Valorant-Stream anmachen. Ein, zwei Runden Valo auf Lock, wie man so schön sagt. Wenn da jemand Gutes von euch bei ist, kann er gerne mitzocken. Wenn ihr schlecht seid, dann schaut ihr besser zu, weil sonst wird Tobi böse. Ja? So. Haben wir alles gesagt? Ja, ne, Brawl King? Auf Twitch pupse ich nur im Chat. Ja, wir haben da so Kommandos, da könnt ihr in den Chat reinpupsen und solche Sachen. Und ich muss mir da so mega Pups anhören. Ich wollte schon fast Furz sagen. Ich finde das Wort Furz unangenehm, aber es ist schon kein Pups mehr. Pups ist was Lustiges, es ist eher ein Furz. Das Wort ist eklig. Das ist schon widerlich, ne? Bitte schön, Logan, aber ich glaube nicht, dass das was gebracht hat gerade. So, müssen wir anders mal irgendwie machen. So, dann beende ich jetzt hier den Olm und dann schalte ich gleich in 5 Minuten auf Twitch. Ich habe schon nebenbei Twitch-Stream vorbereitet, tatsächlich, Tobi. So, ich muss die Sache jetzt noch irgendwie auskriegen. So, erstmal auf YouTube gucken. Vielen Dank für 12.000 Likes auf YouTube. Ah, nee, das war TikTok, ne? So, Seba, du bist heute zu spät dran. Morgen 16, 17 Uhr machen wir das weiter. 3 Wins, 500 V-Bucks. Haben wir das eigentlich, ne? Vielen Dank für 12 Likes. Seba, gerne liken. Von dir ist kein Like da, Seba. So, ich merke es doch. Stream beendet.